So, Ja. Test, Test, 1, 2, 3. Ich denke, wir sind online und alles läuft hier an schärfster Front nach vorn. Ich sage erstmal guten Morgen an alle Webinar-Teilnehmer und insbesondere an meinen Gast heute, Thorsten Helbig, hier mit seinem 1111. Webinar am Start. Und da freue ich mich ganz deutlich hier an dieser Stelle, dass wir das heute gemeinsam reißen können an dieser Stelle. Ich denke, Bild ist da, Ton hoffentlich auch. Gebt es mal kurz Feedback in den Chat. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank, Thorsten, dass wir das heute gemeinsam zelebrieren konnten, als wir hier im letzten Jahr praktisch ja auch schon mal das Tausendste würdigten. Ja, da kommt alles rein, alles bestens, sehr gut. Prima, prima. Freue mich auf jeden Fall, dass so viele Teilnehmer heute am Start sind, um den Thorsten über die Schulter zu schauen. Heute beim Live-Event. Thorsten, sag was, dass wir dich auch hören können an der Stelle. Ich gehe mal davon aus, dass ihr mich hören könnt. Ansonsten muss ich erkläre aber gleich ein bisschen was dazu, wenn das ein bisschen wackelig wird. Aber erstmal danke, dass so ein Haufen Leute da sind hier. Die Bude ist heute rammelvoll. Sehr, sehr schön. Und ich freue mich auch, dass der ein oder andere vielleicht sogar heute noch vorbeiguckt. Mal gucken. Giovanni wollte vielleicht mal reingucken. Michael wollte vielleicht mal reingucken. Und mein langer Begleiter seit 1,5 Jahren oder seit fast 2 Jahren inzwischen, Dirk, ist hier heute auch im Hintergrund, der mir ja immerhin mal aus der Patsche geholfen hat mit einer affengeilen Plattform. Aber da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Ich sage erstmal Moin Moin aus dem sonnigen Italien und erkläre auch gleich ein bisschen was dazu. Na, absolut. Wunderbar. Vielen Dank. Du bist super zu hören. Du hast schon Dirk angesprochen. Dirk an dieser Stelle auch online. Er ist auch online und sagt auch mal guten Morgen in die Runde. Freue mich natürlich auch hier dabei zu sein und herzlichen Glückwunsch, Thorsten. Aber ich will dir jetzt hier auch nicht zu viel Redezeit wegnehmen. Ich glaube, du bist da gerade in einem Euro-Trade auch irgendwie drin. Mach du erstmal. Ich kann ja später noch was sagen. Ja, ganz genau, ganz genau. Da will ich dem Thorsten auch hier gar nicht den Wind aus dem Segel nehmen. Gerade hier in Italien, hier schön am Rumschippern auf gut Deutsch mit seiner Sommertour. Da werden wir jetzt die Zeit noch einiges erfahren. Ich würde den Bildschirm dann auch gleich mal an Thorsten rübergeben. Da, wie gesagt, er hier einen Euro-US-Dollar-Trade laufen hat, möglicherweise long, wenn er vorhin von einem Take-Profit sprach, bevor wir hier starteten. Ich würde jetzt mal den Bildschirm auf jeden Fall rübergeben, damit wir auch gleich wissen, was da denn los ist. Thorsten hat sich schon geholt. Perfekt, jetzt müsstet ihr es sehen. An dieser Stelle, beziehungsweise erstmal hier ein Statement und dann kommt auch schon der MetaTrader hier zum Vorschein. Wunderbar, schauen wir uns das Ganze mal an. An dieser Stelle, Dirk, auch nochmal Hallo von mir. Schön, dass du da bist. Wir haben ja auch schon das ein oder andere Live-Event zusammen erlebt mit dem Stay-Away Trader. Dirk ja hier der Entwickler und Trader des Ganzen. Also insofern freue ich mich, dass Dirk auch hier am Start ist. Wie gesagt, die Plattform selbst ein Stück weit hier gemünzt auf Forex Pro. Oben links steht aber auch Stay-Away Trader. Den könnt ihr, liebe Leute, natürlich im Service von Thorsten nutzen, Schrägstrich auch bei uns auf der Website mittlerweile da sozusagen auf eure Handelsplattform legen. Dirk, danke an dieser Stelle für die Kooperation und weiter geht's. Thorsten, dir gehört das Wort. Okay, also fangen wir mal ganz kurz an. Das ist, ich sage immer, der frühe Fänger vögelt den Wurm. Deswegen fange ich in der Regel ja etwas früher an. Okay, dann, wenn ich die da im Hintergrund schon höre, dann will ich da auch gleich mal einhaken. Der, wer mich hier vielleicht nicht kennt, ich warne schon mal vor, ich mache so ein Webinar, das starte ich in der Regel immer so, dass ich mich erst entschuldige und dann Webinar mache. Die Reihenfolge gefällt mir wesentlich besser, bevor sich die Leute hinterher beschweren. Also, ich bin ein stinknormaler Mensch. Ich hasse zwei Begriffe. Das ist Guru und das ist Coach. Ich bin ein stinknormaler Mensch, wie jeder andere Händler auch. Ich sage mal, ich mache die Knie morgens beim Kacken genauso krumm wie jeder andere auch. Das Einzige, was wir haben oder was uns vielleicht unterscheidet, ist nämlich das hier. Erfahrungen vererben sich nicht. Erfahrungen muss jeder für sich alleine machen. Und ich glaube, da haben wir vielleicht ein bisschen Vorsprung. Ganz kurz zum Abriss. Ich bin unter 60, bin aber auch schon über 30, bin seit Mitte der 90er aktiver Börsenhändler und hauptberuflicher Händler inzwischen seit über 10 Jahren, Inhaber der Firma Forex Pro Systeme, die sich vor Jahren auf die Fahne geschrieben hat, ein einfaches Handelssystem zu entwerfen, auf das wir jetzt hier gleich eingehen werden. Ein Handelssystem zu entwerfen, was nicht mit 150.000 schwierigen Berechnungen und Indikatoren aufkommen muss, sondern was man mit einem Blick erfassen kann. Hintergrund, man sieht es hier, ist, dass wir heute Morgen die erste Position um 7:05 Serverzeit, also 8:05 kurz nach 8, gestartet haben. Ich mache dazu mal die Nummer hier ein bisschen größer. Wir handeln
mit wenig Indikationen, die ich im Laufe der nächsten anderthalb, zwei Stunden noch erklären werde, grobe Richtung. Und wir handeln mit Zielbereichen, die uns jeden Morgen automatisch angezeigt werden. Ich habe mit dieser Position gestartet heute Morgen, nachdem unser Zielbereich, der hier verletzt wurde und sich hier herausgestellt hat, dass das ein Fake ist, wenn das morgens ein Fake ist, ein Fehlausbruch ist und der nach oben wieder verletzt wird, gibt es bestimmte Begleiterscheinungen, bestimmte Regelwerke, wonach wir die handeln. Das heißt, ich habe die Position hier gestartet, um zack, um 7.05 Uhr, da genau als diese Kerze aufgemacht hat, hier hochgeschossen ist, ist diese Position gestartet und dann haben wir unser Regelwerk Euro Pro und dann haben wir um 7.45 Uhr hier aufgestockt und haben diese Position verdoppelt. Noch liegt mein Take Profit hier oben an diesem Zielbereich. In der Regel wird der hier angelaufen, ganz kurz durchschossen. Und dann wird der Take-Profit geholt. Wenn wir jetzt hier ein neues Hoch kriegen, wird mein Stop-Loss automatisch hier hochgezogen auf die 44. Wir haben einen Durchschnittseinstieg jetzt hier von 36. Wenn wir auf die 44 gehen können, mit der doppelten Positionsgröße, wenn wir bei 8 oder 9 Punkten mit dem Stop 8 oder 9 Punkte im Gewinn mit der doppelten Positionsgröße und dann kann ich meinen Take Profit auch weiter wegziehen, zumal wir es um 8.54 Uhr haben. Ich werde dem schon mal etwas vorbeugen, nicht, dass der jetzt um kurz vor 9 hier hochschießt und dann gehen wir hier oben erst an der 74 raus. Das ist so unser Plan. Die Position ist schon im Gewinn abgesichert. Es kann also nichts mehr passieren. Da die Jungs ja von JFD in der Regel Spätschicht machen, und erst anfangen, wenn die Sonne schon fast untergeht. Ich kenne das noch aus der Studentenzeit. Da sind wir auch immer 5:30 aufgestanden, weil Aldi um 6 zumacht. Müssen wir uns hier mit einer laufenden Position zufrieden geben. Mein Ansinnen ist es in der Regel, morgen um kurz vor 6 aufzustehen und meine Position hier in diesem Zeitrahmen ab um 7 ungefähr zu platzieren. Ab um 7 werden unsere Zielbereiche auch angezeigt. Und jetzt, wenn andere in den Markt kommen, will ich in der Regel schon verschwunden sein und will damit mit meinem Tagesziel drin sein. Das ganze Rezept, worauf wir gleich im Fragenkatalog noch eingehen werden, das ganze Rezept ist einfach, Konstanz da reinzubringen. Mit einem einfachen Regelwerk und mit einfachen Setups jeden Tag sein Tagesziel zu erreichen. Sorry, ich muss nur zwischendurch mal gucken. Hier kommen noch ein paar Nachzügler, die gerade erst gemerkt haben, dass hier heute ein Webinar ist und die sich jetzt erst angemeldet haben. Ich muss die nebenbei mal freischalten. Also, mein Ziel ist es, am Tag 12 bis 15 Punkte zu machen. Mehr brauchen wir nicht. Ich werde das nach einem rechnerischen Beispiel mal ausführen, warum, wieso, weswegen. Das langt, mehr nicht. Es gibt einen schönen Spruch von Costellani, der mal gesagt hat, ich kann Ihnen nicht versprechen oder ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie schnell reich werden. Aber ich kann Ihnen sagen, wie Sie sehr schnell arm werden. Nämlich indem Sie versuchen, ganz schnell reich zu werden. Diesen Spruch, den muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann wird man nämlich merken, dass hier an der Börse nicht dieses Thema zählt, Börsenhändler gleich reich, sondern die Kunst, an der Börse zu bestehen, an der Börse zu überleben, ist konstant einen gewissen Lebensunterhalt zu erzielen. Jetzt weiß ich gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Man erlebt mich eigentlich selten sprachlos, aber ich will das Setup hier jetzt nicht gefährden. Wir haben noch 3 Minuten bis 9 Uhr. Wir haben jetzt nämlich genau 2 Möglichkeiten. Deswegen liegt mein Stop-Loss auch im Gewinn. Ich will das Setup jetzt nicht gefährden. Wir müssen sehen, ob wir
jetzt um 9 Uhr mit der Öffnung hier nach unten durchschießen, dann fliege Break-Even raus und muss mir einen neuen Entry suchen. Da wird der ein oder andere jetzt da draußen sitzen und sagen, ja, neuen Entry, neuen Entry, wie machst du das? Ich will das wissen. Ich habe da eigentlich gar keinen Bock zu. Ich will es eigentlich einfach haben. Mir wäre es viel lieber, wenn er gleich bei der Öffnung hier um 30 Punkte nach oben schießt. Dazu haben wir in der Regel einen Wirtschaftskalender. Hat den sich heute Morgen einer angeguckt? Kann man da vielleicht einer was zu sagen? Na, ein Muss, Torsti, oder? Ein Muss, sozusagen. Oder wie siehst du das? Was ist ein Muss? Na, ein Muss ist zu schauen, wann was abgeht hier am Markt. Also wann mit Volatilität. Ja, na klar. Ne, das ist ein absolutes Muss vor jedem Tagesbeginn sozusagen. Das ist die erste Hausaufgabe, die man machen sollte. Aber Torsti, dich sprachlos zu erleben, scheint fast nicht möglich an dieser Stelle. Ne? So, Wirtschaftskalender haben wir um 9 Uhr. Harmonisierter Verbraucherpreisindex. Super, ne? Ja, der ist wichtig. Harmonie ist immer wichtig. Da steckt ein bisschen der Schalk drin, aber GfK, der kam ja heute Morgen schon raus. Das ist eigentlich auch immer das, wo es spannend wurde. Du hast da praktisch den Trade auch schon in den GfK-Konsumklimaindex reingeschossen, sozusagen. Genau so sieht's aus. Und wir haben heute Mittag 13 Uhr EZB-Lautenschläger, ne? Ob der nur laut schlägt oder ob der noch nicht so laut schlägt, das ist ja. Das ist eigentlich relativ Banane. Ich denke, 14:30 wird sicherlich nochmal interessant. Da kann ich gleich nochmal einhaken kurz. Wir machen ja mit demselben Link von 14:15 oder ab 14:15 weiter, liebe Leute. Ne, das bitte mal berücksichtigen. Kommt es heute Nachmittag noch zur Nachmittagssession dazu, 14:15. Und dann werden wir dann mal sehen, was Thorsten hier aus den 14:30 News macht. Deswegen auch ein Stück früher vor dem US-Opening und vor den News. Können wir mal sehen, was der Markt denn da so treibt. Aber Thorsten, dir gehört das Wort. Schauen wir mal, was der Trade jetzt hier noch macht. Ja. Also, mein Ziel ist es ja in der Regel, morgens mich so zeitig wie möglich zu platzieren. Wenn das Ding jetzt hier nach oben rausgeht, rausgehen sollte, jetzt um 9 oder nach 9 irgendwie, wenn er da jetzt einen richtigen Schub kriegt, haben wir zwei Möglichkeiten. Ich werde es heute mal so handhaben, wie ich das am liebsten handhabe. Nämlich, wenn er jetzt nach oben geht, hier mir hier ein neues Hoch platziert, wird mein Stop hier unter dieses Tief knapp gezogen. Wahrscheinlich werde ich sogar unter dieses Tief, also auf mein Tagesziel ziehen. Dazu brauche ich aber erstmal ein neues Hoch, idealerweise sogar ein Hoch über diesen Zielbereich hier, über der 56. Das wäre das Idealszenario, hier hoch über die 56, dort oben mir einen Schlusskurs liefern, dann geht mein Stop hier auf mein Tagesziel, mein Take-Profit fliegt raus. Den Rest des Tages werde ich dann ohne Take-Profit arbeiten, werde sogar versuchen, die News heute Nachmittag dann noch mitzunehmen. Die übergeordneten Nummern werden wir uns gleich angucken, wenn die Nervosität hier durch ist, also die 9 Uhr Nervosität hier durch ist. Ich lasse mich von solchen Sachen gar nicht mehr aus der Bahn werfen. Ich sehe immer zu, dass um 9, also um 8 oder um 9 entweder eine Position im Markt ist, die ich dann abgesichert habe, oder wenn ich mir eine Position hole, dann hole ich mir die nicht um 9 und auch nicht um 8, sondern dann hole ich mir die kurz danach. Dann lasse ich die Eröffnungsnervositäten erstmal abprallen. Ich weiß, der eine oder andere handhabt das anders, aber dazu gibt es immer verschiedene Handelsstile, verschiedene Charaktere, dass jeder das so handeln kann, wie er will. So, jetzt haben wir genau dieses Setup. Wir sind im 1-Minuten-Chart. Da, wir haben jetzt genau dieses Tief bestätigt. Trotzdem, auch wenn der eine oder andere sagt, ja, warum hast du deinen Stop-Loss nicht dahin gezogen? Nein, ich habe die Position verdoppelt und ich verdopple meine Position immer nur dann, wenn ich im Gewinn bin. Positionen verdoppeln im negativen Bereich, also noch in der Verlustphase, wird man bei mir ganz, ganz selten erleben. Wenn wir ganz großes Glück haben, kommen wir jetzt auf unser Setup Euro Pro. Unser Setup Euro Pro richtet sich nur nach unseren Zielbereichen, nach Hintergrundfarben, die man hier hoffentlich auch erkennt, und nach einer gewissen Wolke, die wir hier drin haben. Regelwerk sagt, wir brauchen übergeordnet, das heißt, in 5 Minuten brauchen wir einen Trend. So, und diese Frage muss man sich beantworten können. Haben wir einen Trend? Ja oder nein?
machen wir mal eine kleine Trainingsrunde und dann gucken, ob hier alle wach sind oder ob der eine oder andere noch sein verschnupftes Näschen hier irgendwie ins Kopfkissen gedrückt hat oder den letzten Rotwein noch aus den Augen wischt von gestern Abend. Haben wir einen Trend, ja oder nein? Das Geile ist, hier sieht man sofort, wer bei uns schon mal was gebucht hat, wer bei uns schon was gelernt hat und wer nicht. Die, die nichts gelernt haben, die wir hier wahrscheinlich noch nicht kennen, die sagen alle nein. Und die, die unsere Anneliese, da komme ich nachher noch drauf, oder so besucht haben, sagen ja. Also, wir haben hier einen gesunden Abwärtstrend, wie wir sehen. Dieser Abwärtstrend wurde hier schon mal gebrochen. Ganz kurz, dieses Hoch wurde hier schon mal rausgenommen. Dann haben wir wieder ein neues Tief. Demnach ist dieser Abwärtstrend wieder intakt. Hier haben wir Bewegung, Korrektur, Bewegung. Und dass wir hier einen Trendbruch haben, erkennen wir schon alleine an der Musik hier, die hier durchgeschossen ist. Das war der absolute Trendbruch. Wenn hier so viel Musik durchschießt und das war um 20 nach 8, also nicht mal eine Eröffnung, um 8 oder um 9 oder sowas. Wir haben hier ganz klar Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Wir haben höhere Hochs, tiefere, höhere Tiefs, höhere Hochs, höhere Tiefs. Noch. Das heißt, um die ganze Nummer durchzuziehen, haben wir da ein Tief liegen. Ich versuche das mal so sauber wie möglich zu machen. Es ist für so eine Präsentation hier immer nicht so ganz einfach. Ich erkläre nachher auch gleich, warum. So, da. Darunter brauchen wir einen Schlusskurs. Erst dann ist der Aufwärtstrend, den wir hier momentan gerade definieren können, kaputt. Alle Hochs, die wir hier haben, sogar sehr ausführlich. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Wir haben kein neues Tief, also zählt das hier noch nicht als Bewegung. Wir müssen das hier komplett als Bewegung nehmen. Hier haben wir das letzte Tief, da fängt die Korrektur an. Erst hier haben wir ein neues Tief, deswegen fängt auch erst hier an, dieses Tief zu zählen, erst als er hier durchschießt. Da haben wir wieder das Tief, da haben wir das Hoch und hier haben wir wieder ein neues Tief. Genau so läuft die ganze Kiste und dann können wir uns hier sogar noch sauber einen Kanal einzeichnen und dann sehen wir sogar, dass er aus diesem Kanal schön ausgebrochen ist. Da, er hat nicht nur das Hoch genommen, sondern ist ja auch mit Musik rausgeballert, volle Granate. Also haben wir hier ganz klar momentan einen Aufwärtstrend. So, dieser Aufwärtstrend befindet sich hier im Moment in der Korrektur. Wenn wir uns hier in der Korrektur befinden, gucken wir in den 1-Minuten-Chart. Im 1-Minuten-Chart, ich rassel da jetzt mal ziemlich durch, diese Korrektur im 5-Minuten-Chart ist wieder eine Trenddefinition im 1-Minuten-Chart. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Dieser Aufwärtstrend muss jetzt im 1-Minuten-Chart gebrochen sein. So ist manchmal ärgerlich, ne? Mit meinem Stop war ich sehr geizig. Mache ich aber in der Öffentlichkeit ganz gerne mal. Da wir auch jetzt überhaupt nicht wissen, was passiert. Das heißt, wir müssen jetzt warten. Unser Filter hier hinten ist neutral. Hier ist die ganze Geschichte blau. Im 5 Minuten haben wir auf den blauen Hintergrund gewechselt. Das heißt, alles, was übergeordnet ist, ist auf Long gebürstet. Jedenfalls nach unserem Regelwerk. Nicht der allgemeine Markt. Der allgemeine Markt, da kommen wir nachher noch drauf, wenn wir übergeordnet gucken. Für uns zählen nur diese Zeiteinheiten im Daytrading. Im Daytrading hier nach Euro Pro ist mir der Stundenchart und so weiter völlig Banane. Obwohl wir hier ein oder zwei Parameter berücksichtigen. Wir bewegen uns jetzt hier im 1-Minuten-Chart im neutralen Bereich. Im 5 Minuten sind wir immer noch auf Long, weil die übergeordneten Charts auch in der Trenddefinition noch Long sind. Die ganze Geschichte wird hier nur rausgefiltert. Und wir brauchen jetzt Minimum eine Aufwärtstrenddefinition im 1-Minuten-Chart. Idealerweise sollte der Abwärtstrend sogar gebrochen werden.
Das wird durch diesen Spike, den wir jetzt um 9 Uhr gemacht haben, etwas schwierig. Für uns wäre es jetzt schön, wenn wir jetzt hier nochmal ein ganz kurzes neues Tief darunter platzieren. Hier drunter. Nochmal ein neues Tief machen, weil dann können wir uns nämlich an diesem Hoch hier orientieren und einen neuen Einstieg suchen. Zur Information, solange wir hier nichts haben, solange wir kein klares Regelwerk haben, wir bewegen uns innerhalb unserer Zielbereiche hier. Dort drinnen haben wir die Füße stillzuhalten. Wir bewegen uns im neutralen Bereich. Die Zeit dazwischen werde ich jetzt mal ganz gerne nutzen, um mal ein paar Worte zu uns zu sagen und auch für den Ablauf heute zu sagen. Das Webinar Punkt A ist für 2 Stunden geplant. In der Regel ist es so, dass meine Verbindung nach circa 1,5 Stunden ungefähr abbricht. Wir haben das im Juni schon mal gemacht, wir mit Chris und so zusammen. Ich habe mit der Telekom einen sehr, sehr umfangreichen Vertrag geschlossen, so dass ich mein Volumen unterwegs nutzen kann. Ich bin auf Wohnmobiltour seit 18. Mai. Wir sind 18. Mai abgereist. Dazu kann ich hier vielleicht sogar mal ein Bild aufrufen. Wir bewegen uns wieder abwärts. So, und wenn wir schon mal ein Bild dazu aufrufen, dann machen wir das mal so, um die Zusammenhänge einfach mal kennenzulernen, warum, wieso, weswegen wir hier überhaupt was machen. So. Hallo. So, Thorsten lebt praktisch das freie Leben mit einer Sommertour und Trading. Das ist schon sicherlich was, was viele von uns oder auch den Tradern, die gerade ein bisschen Blut lecken für den Markt, als sehr interessant finden, da Thorsten hier, sage ich mal, wie man sieht, auf großer Tour, dennoch am Markt, dennoch also, flexibel hier am Start ist. Sehr, sehr interessant. Also da stehe ich momentan, das ist unser Standort. Ich weiß nicht, wer das irgendwie kennt. Wir sind in Manfredonia. Damit man auch sieht, wo das ist, machen wir die Karte mal ein bisschen größer. Da sieht man nämlich auch die ganze Tour, die wir gemacht haben. Wir sind im Moment in Süditalien. Hier ist Manfredonia. Das ist der Sporn von dem Stiefel von Italien. Da ist der Sporn hier unten. Da und genau in diese Bucht genießen wir heute. Ich wollte euch eigentlich ein bisschen neidisch machen, würde mit der Webcam ein bisschen rumspielen und euch ein paar Bilder vom Strand von 24 Grad Wassertemperatur und 26, 27 Grad Lufttemperatur zeigen, aber das haben wir uns heute nicht geboten. Und wer im Frühjahr schon mal dabei war, der weiß, dass wir im Frühjahr das Webinar von hier oben gemacht haben, da in Namsos. Das heißt, unsere Tour dieses Jahr, wir sind hier unten gestartet in Deutschland, sind hier durch Dänemark hoch, da sind wir, zack, da sind wir mitten in Schweden, das ist der Wildmarkswegen, hier haben wir Bärensafari gemacht, Bilder kann man, erkläre ich gleich, wo man die findet. Dann haben wir übergesetzt nach Finnland, sind von Finnland hier rübergefahren in den Norden von Norwegen, hier oben sind die Westerollen, da oben haben wir Walsafari gemacht, sind wir zurück nach Namsos. Das ist hier in Mittelnorwegen, da haben wir am 22. Juni unser Webinar gemacht. Die Aufzeichnung findet man normal. Dann sind wir schnurstracks aus privaten Gründen hier runter über Oslo im Sauseschritt über Kopenhagen, über Geza hier an die deutsche Ostseeküste, hier nach Rostock. Sind dann von Rostock an der Küste über Stettin, über Danzig, über den Oberlandkanal, haben wir einen großen Bogen um Putin, seine Enklave hier, um Kaliningrad gemacht, sind hier rüber nach Litauen, nach Klaipeda, von Klaipeda hier oben auf die Kurische Nährung, die bei uns seitdem Närrische Kurung heißt, Touristen-Nepp hoch 3. Sind dann durch Lettland hier oben ans Kap Kolka, das ist das Kap zwischen der Ostsee und zwischen dem Riga-Meerbusen, sind dann nach Riga, von Riga hoch nach Pärnu, über die Inseln Saaremaa, Hiiumaa und Muhu, hoch nach Tallinn, von Tallinn runter nach Tartu, wieder durch Litauen, Lettland, runter nach Polen, von Polen dann nach Dresden, haben wir jetzt ein paar Tage verbracht, weil wir eine Meise im Auto hatten, die abgestellt werden musste.
Sind dann von Dresden nach Nürnberg, wo wir den nächsten Werkstatttermin hatten, und dann über München, Salzburg nach Venedig. In Venedig haben wir den nächsten Halt gemacht, sind dann nach Bologna, von Bologna zu unserem Prof Chris, wo wir ein Webinar von der Terrasse mit Blick auf Florenz gemacht haben. Dann sind wir die Fipili gefahren, das heißt von Livorno über Grosseto um Rom. Rom ist ein, ja, wir wollten eigentlich nach Neapel, aber die ganze Geschichte war uns nachher doch zu molochartig und sind dann rüber an die Ostküste nach Pescara, über Vasto, Foggia, sind wir jetzt in Manfredonia. Und dort sitzen wir jetzt noch ein paar Tage, werden auch heute Nachmittag das Webinar von hier machen, um uns dann wieder langsam Richtung Norden zu begeben, über San Marino nach Bologna. Dort machen wir 4 Tage Autotour bei Ferrari, bei wer hat deinen Lautsprecher an? Bei Maserati, bei Ferrari, bei Pagani, Ducati und Lamborghini werden wir dort. Und dann werden wir uns wieder Richtung Heimat begeben, so dass wir Ende Oktober wieder zu Hause sind. Das heißt immer, so schön, jeder labert hier irgendwie davon, dass er, oder jeder erzählt davon, dass man als Händler machen kann, was man will. Jetzt kriege ich das Ding nicht weg hier, warum nicht? Mein Teil spielt hier nicht mit. Doch, da. Man kann als Händler handeln, wie man will, wann man will, oder arbeiten, wie man will, wo man will und so viel man will. Und viele erzählen immer davon, aber keiner macht es. Darauf wurde ich auf der Messe mal aufmerksam gemacht. Seitdem machen wir das. Wir machen das jetzt schon das 3. Jahr. Die letzten beiden Jahre haben wir die Skandinavien-Tour gemacht. Immer über 3 Monate. Dieses Jahr über 5 Monate. Vom 18. Mai bis Ende Oktober. Und auch dafür mal ein kleines Dankeschön, dass wir da so zahlreich begleitet werden. Einmal von unserer Community und einmal auch von JFD. Berichte davon kann man regelmäßig im Traders lesen und ihr findet hier unten bei euch im Chat Unterlagen zum Downloaden. Dort ist unser aktueller Reisebericht und Bildbericht. Den könnt ihr gerne runterladen und euch mal durchlesen. Der geht bis jetzt bis Riga oder bis Tallinn. Viel weiter sind wir noch nicht gekommen. Wir müssen die Bilder immer nachbearbeiten, müssen den ganzen Kram immer downloaden und dann formatieren. Da sitzen ein paar Leute dran. Aber es sind irgendwie 90 Seiten oder so. Vielleicht hat der eine oder andere ja Bock, das zu lesen und uns vielleicht auch ein kleines Feedback zu geben. Okay, zurück zum Kurs. Wir sehen hier mal wieder, wie wichtig es ist, eben vor 9 Uhr seine Position dementsprechend abzusichern, die im Gewinn abzusichern. Jeder macht es anders. Jeder behandelt seine Position anders. Der ein oder andere bei uns aus der Community hat vielleicht, wir haben ja heute Morgen gesehen, wir sind hier unten bei 27, haben wir gelongt. Wir waren hier oben in der Spitze bei 50. Das heißt, die erste Position war 20 Punkte vorne. Ich weiß, dass der ein oder andere seine Position dort schon glatt gestellt hat und sein Tagesziel drin hat und deswegen entspannt in den Tag gucken kann. Ich für meinen Teil habe in unserem Webinar gestern, welches man auf YouTube findet, den Link für unseren YouTube-Kanal kann ich ja vielleicht hier mal reinstellen. Bup. Zack, ich suche den gerade raus. Den werde ich hier unten mal in den Chat stellen, dann könnt ihr in unserem YouTube-Kanal mal nachgucken. Dort findet ihr über 700 Videos inzwischen von unseren Aufzeichnungen, von unseren Live-Trading-Webinaren, die wir dort regelmäßig machen mit unserer Community. Mehr dazu erzähle ich aber entweder gleich, weil diesen Fake hier würde ich eventuell sogar gleich wieder nutzen, wir haben hier unsere Zielbereiche und wenn die verletzt werden, versuche ich mit kleinen Stops so eine Nummer rauszuholen. Erst nur ganz kurz,
Das ist eine Nummer, die man bei mir selten sieht, dass ich Market reingehe. Aber hier ist es gefordert. Mein TP geht wieder da hoch. Das heißt, wir machen immer eine Kombination aus Zielbereichen und aus Euro Pro. Ihr seht, ich fange jetzt mit einer kleinen Position an. Und wenn wir nach Euro Pro, das heißt in 5 Minuten wieder einen Trendwechsel haben sollten, dann würde ich diese Position aufstocken. Stop geht direkt unter diese Kerze, die mir das Signal hier geliefert hat. Über dieser Kerze muss dieses Signal direkt getriggert werden. Das ist ein reiner Handel nach Zielbereichen. Es gibt 2 Handelsregeln bei uns, einmal nach Zielbereichen und nach Euro Pro. Das hier ist ein reiner Trade nach Zielbereichen. Der erste ist vorhin irgendwie mit 2 Punkten rausgeflogen, also irgendwie mit $20 oder so. Ist aber auch völlig in Ordnung. Die Positionsgröße, ich habe die ganz bewusst runtergeschraubt. Ich habe auch ganz bewusst ein kleineres Konto genommen hier. Erkläre ich nachher auch, warum. So, und schon, zack, geht mein Stop wieder unter den Zielbereich. Wir sind wieder bei 2,2 Punkten Stop. Wenn wir hier jetzt einen Trendbruch vollziehen, das heißt, wenn wir jetzt über die 39 gehen sollten, würde ich die Position aufstocken. Ziele bleiben die gleichen. Minimum bis da oben hin. Ich arbeite hier in dem Fall nicht mit einem Take Profit, sondern ich arbeite hier mit einer einmaligen Funktion aus dem Stereo Trader mit einer Limit Pullback. Die packe ich da oben hin als Limit für meine Long Position. Das heißt, wenn er mit Gewalt hier oben durchschießt, dann würde er diese Limit jetzt weiter mit nach oben ziehen und erst bei einem Rücklauf, im Moment bei einem Rücklauf von einem Punkt ausführen. Ich setze die in der Regel auf 2 Punkte. Das heißt, ich will einen Rücklauf von Minimum 2 Punkten haben da oben. Der kann da oben gegenlaufen, soll die vor sich herschieben. Wenn sie sich vorher schiebt, dann erst auslösen oder erst schließen, wenn die Position 2 Punkte zurückgelaufen ist. Und da ist unser Stop auch schon Break-Even. Das will ich jetzt mal noch nicht. Er ist noch nicht weit genug gelaufen. Ich ziehe den wieder zurück und mache hier draus mal 10 Punkte. So, weil, wenn wir jetzt, ich mache das mal ganz mal ein bisschen größer, weil jetzt sollte er da oben drüber, sind jetzt wieder in der Korrektur. So, und aus dieser Korrektur heraus sollte er jetzt ein neues Hoch machen. Dann haben wir eine Aufwärtstrenddefinition in einem intakten Abwärtstrend. Der eine oder andere kennt das von mir vielleicht schon. Aber wir haben dann schon mal eine Aufwärtstrenddefinition. Na komm. Und er soll wenigstens da oben drüber gehen, über dieses Korrekturlevel. Erst dann geht mein Stop Break Even. Warum mache ich das so und warum mache ich das morgens um diese Zeit? Das ist Punkt A, mein persönlicher Handelsstil. Ich habe den Vorteil, dass ich morgens meistens wach bin. Nachmittags bin ich meistens müde. Außerdem bin ich ein Verfechter von deutschen Gerstensäften, die nach dem Reinheitsgebot gebraut wurden. Ich trinke lieber nachmittags um 5 ein Bier, als mich vom Chart rumquälen und dann noch Charts hier rauszuziehen, Bilder oder Trades aus dem Chart zu ziehen. Ich versuche das am frühen Morgen hinzukriegen, weil ich dort wach bin. Und ich habe lieber den Tag vor mir, wenn ich mein Tagesziel im Sack habe. Das zweite ist, dass ich diese enorme Gier einfach abgelegt habe. Das ist nur das Einzige, was mich dazu gebracht hat, in dem Markt auch zu bestehen, auch schon so lange zu bestehen. Ich glaube, erstmal danke für die Glückwünsche von draußen für das 1111. Ich glaube, in dem Markt kenne ich kaum einen, der so weit ist und 1111 Webinare hinter sich hat oder auf 1111 Webinare zurückblicken kann. Ihr könnt aber gerne in unserem YouTube-Kanal mal schauen.
Dort findet ihr ungefähr 700 Aufzeichnungen von den Webinaren, die wir gemacht haben. Und wir handeln, wie gesagt, hier alle gemeinsam kurzfristig. Wir sind eine Community von circa 1000 Leuten oder über 1000 Leuten, die alle gemeinsam das gleiche Ziel haben, nämlich hier Geld zu verdienen. Komm, zack, Trainer. Ich hatte vergessen, den Bitrail anzuziehen. So, Darmain. Jetzt sind wir auch Break-Even mit der Position. Wir haben jetzt hier ein neues Hoch, so feinfühlig denke ich, da. Unser Abwärtstrend ist gebrochen, da. Jetzt sollten wir nach Möglichkeit eine Korrektur kriegen. Man sieht auch, dass unser Hintergrund schon wieder blau ist. Wenn der schon wieder blau sein sollte oder blau ist und wir jetzt eine kleine Korrektur kriegen, würde ich diese Position sogar relativ zügig aufstocken. Mein Ziel liegt hier oben an diesem Zielbereich bei 74, wie vorhin. Dort würde ich die Position glatt stellen. Warum hast du mit dem Long nicht den Boden 1.17.21 abgewertet? Weil mich der Boden 1.17.21 bei Scheißdreck interessiert. Ich handle keine Böden, ich handle keine Doppelböden, also nicht im kurzfristigen Bereich, im Minutenbereich. Wir sind hier im 1-Minuten-Chart unterwegs. Dort warte ich so eine Böden nicht ab. Erkläre ich gleich, warum, sondern ich habe ein Regelwerk. Und dieses Regelwerk würde ich damit verletzen, weil dann müsste ich Doppelböden, Doppeltops und mit FIBO und mit allen möglichen Kram irgendwie. Und dann habe ich es wieder kompliziert. Dann habe ich diese ganze Geschichte, die ich mal einfach gemacht habe. Immerhin gibt es Europro schon seit 10 Jahren. Ich handle dieses Regelwerk seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren versuche ich hier mein Lebensunterhalt hier raus aus der ganzen Geschichte. Dann würde ich das, was ich mal einfach gemacht habe, wieder kompliziert machen. Und dazu, das will ich eigentlich nicht. So. Genau, und Ralf hat mich gerade mal unterstützt und hat mir mal den Link zu unserem YouTube-Kanal gegeben. Ich füge den hier mal ein. Da habt ihr den Link zu unserem YouTube-Kanal. Da könnt ihr gerne mal schauen. Empfehlenswert einfach ist das Webinar von gestern früh, welches wir gestern früh gemacht haben. Wir haben gestern, nachdem wir von ein paar Seiten mal so ein bisschen angepinkelt wurden, so von wegen, er macht ja auch bloß Demo oder er eiert ja auch bloß rum. Ich habe gestern früh meine Kontoauszüge in diesem Webinar veröffentlicht von den Setups, die wir letzte Woche zusammengenagelt haben oder uns zusammengetragen haben und auch gehandelt haben. Und dieser Performance kann man entnehmen, dass wir unser Oktoberziel gestern früh schon drinne hatten und wir unsere Position alle glattgestellt haben mit dem Oktoberziel. Da das Oktoberziel drinne ist und wir heute erst den 28. September haben, bin ich hier bei solchen Sachen sehr vorsichtig. Alles, was hier jetzt kommt, ist on the top. On the top heißt, dass ich versuchen werde, jetzt aus dieser Scalping-Position eine mittelfristige Position zu zaubern. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, dass der wirklich hier unten seinen Boden gefunden hat, Laszlo, um da auf deine Frage zu kommen, das sehen wir hier, wenn er jetzt wirklich hier unten seinen Boden gefunden haben sollte in diesem Bereich, da, und der dümpelt hier jetzt lang genug rum, da gehe ich nachher gleich noch drauf ein, wenn er hier seinen Boden gefunden haben sollte, dann haben wir das, was wir schon lange wollen, nämlich eine lange Aufwärtsbewegung vor uns mit Ziel 1,24 und 1,30. Weil ich habe gestern mit Dirk mal drüber diskutiert. Viele sind der Meinung, dass wir viel weiter durchklatschen. Ja, die Gefahr besteht noch. Irgendeiner räumt hier im Hintergrund seine Küche auf. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich bin's nicht. Ich bin ganz lauschig. Ja, aber du bist doppelt drin, das kann dein zweites, nee, der ist es auch nicht, das ist wahrscheinlich Chris. Chris ist angestellt, der kann sich keine Putzfrau leisten, der muss die Küche selber aufräumen während dem Webinar. Na, nicht ganz richtig, ich bin Tight Agent für JFD, mein Guter, und das heißt, ich bin auch selbstständig, aber trotzdem gut erkannt, dass ich sein könnte, weil ja mein Mikro auch an ist, aber das ist nicht der Fall, Torsti, das wird bei dir in Italien irgendwas sein, glaub mir. Nein. Okay.
Nur das nur am Rande, alles gut. Wir haben gestern lange darüber diskutiert. Ja, die Gefahr, dass wir nach unten durchbrechen, besteht, gerade in den übergeordneten Charts hier. Ich gehe daher gleich mal drauf ein. Auf der anderen Seite sind wir mit vier Wellen nach unten durchgelaufen hier, wo wir, wenn ich das hier mal nehme, auf jeden Fall in einem, zack, da haben wir die letzte Welle, da. Die letzte Welle, die hier laufen sollte oder gelaufen ist, die hätte laufen können bis zu 1,1680, 1,1675. Die haben wir immer noch auf dem Deckel. Aber wie heißt an der Börse immer schön? An der Börse ist wie im Swingerclub. Alles kann, nichts muss. Und es muss hier nun mal gar nichts. Für meine Art zu analysieren, das hier war die erste Welle, die ging sehr schnell. Die zweite hat nachher schon länger gebraucht, die dritte hat noch länger gebraucht und die vierte wird, wenn diese Setups sich hier komplettieren, wird die vierte Welle in der Regel auch nicht vervollständigt. Wer in unserem Facebook-Kanal oder YouTube-Kanal oder bei uns auch in unserem Blog guckt, der weiß, dass wir die Long-Szenarien ab der 1,17 hier, ab diesem Bereich favorisieren. Das heißt, solange nicht, dass wir jetzt bis hochgehen an die 1,24, auf jeden Fall haben wir hier in der Kombination eine faire Chance, Long Setups zu holen und die auch auf jeden Fall ein Stück laufen zu lassen. Weil wenn wir, mal gucken, was wir noch haben, da haben wir den Daily Chart. Weil wenn wir diese komplette Bewegung hier nehmen, da, die hier, haben wir auf jeden Fall Rücklaufpotenzial bis in diesen Bereich, bis an die 1,1878. Und selbst das wären jetzt noch irgendwie 120, 130 Punkte. Aus diesem Grund meine kurzfristigen Setups und zack, ich habe vergessen aufzustocken. Das tun wir jetzt, weil wir haben alles gebrochen, wir haben den Rücklauf in die Nähe von unserer Wolke, unser Hintergrund ist blau, unsere Wolke ist blau, Einstiegslinie, Trendlinie sind steigend. Wir bewegen uns hier in die Korrektur und in der Korrektur versuche ich dann über so eine Kerze so eine Position aufzustocken, was ich jetzt gerade gemacht habe. Stop geht für die ganze Geschichte wieder Break-Even und fertig ist die Laube. Doppelte Position, Break-Even abgesichert. Wie gesagt, unser Oktober-Setup haben wir drinne und damit geht meine Limit-Pullback ein Zielbereich weiter. Wenn er hier oben rausschießt, dahin geht mein Stop mit der doppelten Position wieder aufs Tagesziel. Was heißt das, wenn wir die ganze Zeit vom Tagesziel reden? Was heißt ein Tagesziel? Tagesziel heißt für mich 12 bis 15 Punkte. 12 bis 15 Punkte Tagesziel, 50 Punkte Wochenziel, 200 Punkte Monatsziel. Wir handeln in der Regel 10.000er Konten mit drei Standardlots. Das heißt, wenn wir 200 Punkte machen im Monat mit drei Standardlots, kann man ausrechnen. Drei Standardlots sind $30 pro Punkt mal 200 Punkte, dann kann man ungefähr das Monatsergebnis ziehen. Das sind in der Regel dann um die 6.000 Euro oder $6.000. Wer damit nicht zurechtkommt, sollte das Bordell wechseln. Oder die Getränkesorte. Oder mit seinem Kröger mal reden, dass er die Preise anpasst, nämlich an das Einkommen. Ja, meine Limit hier oben liegt mit einer Position packen wir die zweite mal dazu. Ich würde in dem Fall sogar jetzt da eine Position draus machen und würde da die Limit hinlegen, zack, um falls ich nochmal aufstocke. So, jetzt sind wir mit der doppelten Position drinne. Ich bin kein Freund von Mikrolots und ich bin auch überhaupt kein Freund von Demo. Ich hasse für Strategien oder um Handel zu testen. Um sich selber mit dem Handel zu testen, hasse ich das in Demokonten rumzuspielen. Ich habe vorhin mal angeführt, dass wir ungefähr 1.000 Kunden betreuen und ich sehe einfach zu viele Sterben.
im Gänsefüßchen, dass der zu viele Leute am Markt kaputt gehen, weil sie im Demokonto rumgehackt haben wie die Größten. Im Demokonto sind sie die Besten, sind die Geilsten, legen da eine Performance hin vom Feinsten. Und dann gehen sie ins Live, setzen die erste Position mit einem Lot, merken, dann fliegt das Ding mit $10 pro Punkt hin und her. Dann ist man $50 vorne, $50 hinten, $50 vorne, $50 hinten. Genau bei den $50 vorne kommt Mutti um die Ecke und sieht, oh, Schatz hat $50 verdient. Oh, schon mal schnell den Zalando-Katalog rausholen. Oder ich gehe schon mal shoppen, mach du mal noch die nächsten 50, weil die Schuhe haben sie gerade runtergesetzt auf 100. Und dann merkt man erstmal, was das für eine nervliche Anspannung ist, wenn man live handelt. Und dann merkt man erstmal, wie schlimm das ist, wenn der Kackstift 10 cm hinten auf der Hose guckt. Weil live ist live. Das ist eine ganz andere Nummer. Deswegen meine Empfehlung an alle da draußen, wenn ihr handeln wollt, für die, die auch neu sind, wenn ihr handeln wollt, geht ins Live. Macht es mit einer Positionsgröße, die Spaß macht. Spaß machen heißt immer, ihr müsst, wenn ihr richtig gut wart, müsst ihr belohnt werden, müsst euch wesentlich Essen leisten können oder mal eine Pizza kommen lassen und nicht so wie Chris morgens nebenbei die Küche aufräumen müssen. Sondern dann muss das lange, wenn man den Karton von der Pizza von gestern wegschmeißt. Und wenn ihr richtig schlecht wart, müsst ihr die Schmerzen auch merken. So, wir ups. Da, wir sind mit der ersten Position rein bei 28. Die erste Position ist 20 Punkte vorne. Das heißt, wir könnten rein theoretisch, wenn man das jetzt will, die erste Position hier wieder glattstellen und hat sein Tagesziel drin. Die erste Position in die Hose. Was heißt hier die Hose? Wir sind Break-Even mit 2 Punkten ausgestoppt worden. Die zweite Position könnte man rein theoretisch jetzt am Tagesziel glattstellen und sagen, okay, wir nehmen den Huni hier unten nicht mehr mit. Ja, am Rande, das ist ein Live-Konto. Bei mir ist alles live, bei mir gibt es keine Demo-Konten. Vielleicht kann Chris das mal ganz kurz da als JFD-Vertreter auch bestätigen. Nicht so, wie heißt er, die handeln ja auch nur im Demo. Nein, das ist richtig, Torsti, was du sagst. Das ist ja ein Live-Konto. Man sieht es auch oben für alle, die bei JFD sozusagen noch nicht confirm sind. Ich hoffe, der ein oder andere findet auch den Weg zu uns, der hier frisch zuschaut. Oben links seht ihr ja den Account als solchen und dann dahinter die Surfer-Bezeichnung JFD02. Ja, wir haben 2 Live-Surfer und wenn das ein Demo wäre, würde es dann oben auch entsprechend gekennzeichnet. Das wäre A, eine längere Nummer mit vielen Einsen vorne und dann würde dann auch Demo-Surfer stehen. Also so kann man es immer relativ leicht identifizieren. Und genau, das ist kein Hexenwerk. Aber Thorsten, an der Stelle die positive Pyramide zu bauen, ist auch etwas, was tatsächlich viele Händler nicht können und schlussendlich genau an diesem Punkt auch ja ihr Ende finden, weil sie eben in der Masse negativ pyramidisieren und nicht positiv. Und das ist schon ein großes Kunststück. Also ich muss sagen, viele bei JFD, die hier langfristig erfolgreich sind, haben genau hier den Schlüssel gefunden, nämlich in eine Bewegung eben positiv hinein zu pyramidisieren. Das ist tatsächlich das kann man an der Stelle ruhig mal hervorheben, ein wichtiger Skill, um ja erfolgreich an Märkten zu sein, dass man in einer guten Phase sozusagen auch den Mut hat, Positionen aufzubauen und die dann, sage ich mal, entsprechend das Konto anwachsen zu lassen. Und da gehört auch natürlich eine ganz große Prise Erfahrung dazu und natürlich auch eine richtige Systematik. Das hast du ja beides ja wunderbar kombiniert. Was aber natürlich auch eine Sache ist mit dem Demo, wo du vorhin hast, das ist eine Einstellung, die teile ich mit dir. Obgleich zum Erfahren eines Erwartungswertes, ja, also wild rumtreten ist immer so ein bisschen heikel, aber um einen Erwartungswert rauszufinden für sein System und auch den richtigen Umgang zu lernen, ist natürlich ein Demo grundsätzlich nicht verkehrt. Aber es ist natürlich genau der Ja. Das ist, muss man nochmal hervorheben. Ja, also, nicht. Ne? Jetzt muss ich aber auch mal einhaken. Nicht falsch verstehen. Also. Oh, jetzt haben wir eine Diskussionsrunde. Jetzt muss ich auch mal was sagen. Wir auch also reinfeuern. Aber das ist, nee, also wir haben Torsti vorher nicht falsch verstanden. Das ist generell richtig. Also bei mir ging es auch so. Ich habe in meinem Leben kaum Demokonten gehabt bislang, außer für Strategietests in der Vergangenheit. Aber sonst, live ist live. Das war für mich tatsächlich auch immer eine ganz, ganz große Erfahrung. Und der Unterschied ist wirklich enorm. Wenn man sieht, 100 € oder Dollar gehen demomäßig baden,
nach vorn wie nach hinten oder eben dann live. Das ist tatsächlich eine ganz andere Geschichte und das ist die Emotion, die man an den Märkten dann tatsächlich hardcore erfährt. Aber Thorsten, ganz kurz, mich würde mal interessieren, was Dirk jetzt hatte, weil Dirk gerade reingekretscht ist in die Runde. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob wir es hier auch schon mal bei euch im Webinar hatten, aber gerade hier mit dem Thema Stereo Trader, dort kann man es ja im History Trading viel, viel schneller herausfinden. Das heißt, ich kann ja dort zum Beispiel in der Vergangenheit handeln und all das, was zum Beispiel auch immer gerne behauptet wird, was weiß ich hier, Dreieck löst nach da und da auf oder das und das löst nach da und da auf, da hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man ist halt wirklich dann irgendwie ein Jahr lang oder wie lang auch immer im Demokonto unterwegs oder man bemüht eben das History Trading und findet sowas an ein oder zwei Wochenenden raus. Und dann hat man halt viel schneller, also ich meine, es ist ja richtig, dass du sagst, dass es ja auch wichtig ist, seine Zahlen zu kennen von dem, was man da handelt. Richtig. Weil viele gehen ja hin, handeln irgendwas, was sie gelesen haben oder Korrekt. Was dann dreimal funktioniert hat, glauben dann, es funktioniert, kennen aber nicht die Zahlen zu ihrer Strategie. Und damit ist eben gemeint, Profit Factor zum Beispiel, absoluter Drawdown und so weiter und so fort. Und das ist natürlich essentiell wichtig, weil wenn man die nicht kennt, kann man behaupten, so viel wie man will. Im Endeffekt wird man aber einfach nur baden gehen damit. Oder man weiß halt nicht einzuschätzen auch, was ja auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist von jeder Strategie, ist die maximale Verlustserie. Weil viele, und da wird der Thorsten mir bestimmt auch zu beipflichten, ist ja, die gehen dann hin, traden irgendeine Strategie, wo sie gesehen haben, oh, das ist hat 3-4 Mal funktioniert, mache ich auch. Dann machen sie es und dann funktioniert es 5-mal nicht und dann sagen sie, scheiß Strategie. So, aber zu jeder Strategie gehört ja zum Beispiel halt vor allem die Verlustserie. Und wenn ich weiß, meine Strategie, die braucht auch schon mal irgendwie oder die kann auch mal 5-6 Loser in Folge vertragen, dann muss ich mir überhaupt gar keine Gedanken darum machen. Und das sind eben Sachen, die findet man meines Erachtens viel schneller raus, wenn man dann eben lieber in der Vergangenheit handelt, als zu schnell oder zu lange mit einem Demo. Weil ich finde halt auch den psychologischen Faktor, wenn es ums Echtgeld geht, ist eine ganz andere Nummer, wie wenn man im Demokonto unterwegs ist. Weil Dirk, das lernt man auf dem Demo wirklich nicht. Dirk, also 100%, das unterstreiche ich sehr, sehr gut. Und da guter Punkt, dass du den Stereo-Trader da gerade nochmal ins Spiel bringst, den ja, wie gesagt, der Thorsten schon lange nutzt, den er hier auf dem MetaTrader 4 vom Dirk hat adaptieren lassen. Und das ist natürlich so sein Rüstzeug mit vielen, sag ich mal, Background-Rules und, sag ich mal, Farbmarkierung und Wolkengeschichte. Kann Thorsten ja nachher noch was zu sagen. Aber generell der Stereo-Trader selbst, wie gesagt, bei uns bei JFD ja auch einloggbar. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du kannst theoretisch Sonntagnacht oder besser gesagt Sonntagmorgen, wenn die Märkte zu sind, tatsächlich hier im History Trading deine Skills verfeinern, schleifen, um dann die Woche drauf am Montag dann eben im echten Handel dann durchzustarten. Und das ist natürlich wirklich ein Riesenpunkt, wo ich sage, Respekt nochmal, Dirk, an dieser Stelle für das historische Trading, was man eben hier abfahren kann, um Strategien, um seine Skills zu testen, Verlustserien auszuloten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil man muss natürlich vorbereitet sein auf das, was der Markt da bietet. Und das ist Erfahrung, aber das ist auch natürlich das richtige Tool. Und der Stereo Trader ist da schon wirklich ein Quantensprung, um den Metatrader dann ein Stück weit abzugraden. Vom Demo kommt man her. Wir machen das jetzt mal ganz einfach, ne? Zum Jubiläum gibt's ja Geschenke. Ist immer so. Also hoffe ich jedenfalls. Meine Mutter spart jetzt schon zu meinem 100. auf Geschenk. Ich biete mal an, ich werde euch, hier tauchen ein paar Fragen auf, hier wird das aufgezeichnet, wird das nicht aufgezeichnet, klar wird das aufgezeichnet, ich werde das auch konvertieren, auf YouTube hochladen, YouTube sehen. Und ihr kriegt auch morgen im Laufe des Tages eine E-Mail mit dem Link zu der Aufzeichnung in unserem YouTube-Kanal, wo ihr den ganzen Kram abrufen könnt. Und ich würde Dirk mal um ein Geschenk bitten. Wir machen einfach mal, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Dirk und ich, wir bieten euch an, hoffe ich jedenfalls, jetzt kann ich ja nicht mehr Nein sagen, dass ich mit Dirk... wir bieten euch einfach an, mal ein Webinar zu machen zu dem History Trading, dass wir euch einfach mal zeigen, wie man das macht. Dann machen wir mal abends irgendwie eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde mal Webinar nur zu dem History Trading und machen das am Beispiel von Europro. Das können wir sehr gerne machen. Natürlich. Kölner Jung. Sehr gerne. Weil ich finde es halt auch, ich finde es halt einfach so, so, so wichtig. Und ich habe ja auch schon mal irgendwie das ein oder andere Video auch dazu gemacht, mal so, was jetzt generell die Funktionsweise angeht, weil ich das halt einfach so das Wichtigste überhaupt finde. Ja, also weil halt eben, ich meine, wissen wir doch alle, ja, um es mal irgendwie das Kind beim Namen zu nennen, der Großteil von dem, was da draußen rumschwirrt, ja, also an irgendwie Sachen, die funktionieren, der größte Teil ist der letzte Schrott. Und man kann es doch nicht anders sagen, ja. Und alle handeln den letzten Schrott.
Und deswegen ist es auch so, dass halt einfach viele da halt nicht in der Lage sind, irgendwie halt dauerhaft auch Gewinne zu erzielen, weil sie alle dem Geschwätz hinterherrennen. Also sorry, wenn ich das hier ein bisschen hart ausdrücke, aber es ist doch nun mal so. Und es gibt so viele Lehrbuchstrategien, was alles angeblich funktioniert, aber ich habe noch keinen Kontoauszug und noch keinen Backtest zu irgendwelchen Formationen und weiß ich nicht was gesehen. Und deswegen finde ich halt auch immer, deswegen ist mir das auch echt immer wichtig, so das Thema, weil ich halt auch immer bestrebt bin, halt irgendwo da den, was heißt denn, den Leuten zu helfen, ja, aber einfach generell, also so mein Ansinnen bei der ganzen Geschichte auch mit dem Stereotrader ist, wenn ich aus den 95% Losern, die es ja nun mal gibt, schaffe, damit 94,5 zu machen, dann ist da schon ein Stück vom Ziel erreicht. Und deswegen ist das so ein Ding, was mir halt eben echt auch wichtig ist und wo ich auch jederzeit dabei bin, klar. Das machen wir. So, ich muss jetzt mal reingrätschen hier, weil das ist jetzt eine Kombination, die hier läuft. Und wir haben jetzt genau dieses Szenario. Hier sind gerade Fragen aufgetaucht, wo man sagt, okay, ob ich jetzt hier nochmal aufstocken würde. Nein, würde ich jetzt nicht. Ich will jetzt einfach mal Wert drauf legen. Guckt euch mal unsere Zielbereiche an, die wir haben. Heute Morgen hier vor 8 Uhr, okay, ist ja hier unten ein bisschen rausgegrätscht und guckt euch bitte mal an. Die Zielbereiche sind Bestandteil von EuroPro. So, dieser Zielbereiche wurde mit Schmackes verletzt. Der nächste auf den Tick genau angelaufen. Hier, fast auf den Tick genau angelaufen. Hier kurz gebremst, um ihn wieder zurückzuschleudern. Hier unten die Stops abzufrischen an diesem Zielbereich oder die Limits zu holen, um dann wieder direkt hochzulaufen. Jetzt ist er genau an diesem hier, das zweite Mal gescheitert. Da. Nur um mal zu zeigen, wie die Dinge funktionieren. Fragt mich jetzt nicht, was da drin ist, es geht keine Sau was an. Ist mal so höflich. Entschuldigung. Ja, genau. Wir haben Woche der Höflichkeit. Ich bin in Italien, die sind hier alle so. Nein, also hört einfach auf, immer zu fragen, ja, was ist denn da drin? Wie kann ich das jetzt irgendwie umbauen? Wie kann ich das jetzt verwenden irgendwie? Wisst ihr was? Wenn ihr bei Lichter Lafer oder so irgendwie ins Restaurant geht, euch ein geiles Essen bestellt und fangt an, da Proben einzupacken, das Essen da auseinander zu pflücken, die Gewürze drauf zu tun, dann kriegt ihr auch was an die Ohren und fliegt raus. Und ihr könnt auch versuchen, die Dinge hier auseinanderzunehmen, zu knacken und zu probieren und was kann man da vielleicht besser machen oder anders machen, macht es mal ruhig. Ich sage mal, ich habe immer so einen schönen Leitspruch, wenn jemand versucht, eine Katze auseinanderzunehmen, um zu sehen, wie eine Katze funktioniert, dann hat er als erstes eine nicht mehr funktionierende Katze. Und genauso ist es hier auch. Wir zeigen seit 10 Jahren, Chris und Dirk und Michael Vogt und ich, wir haben am 9. Dezember mein 1000. Webinar gemacht, ein 10-jähriges Jubiläum. Das heißt, wir machen hier keinen Scheiß, wir betreuen 1000 Leute inzwischen. Wir spielen hier nicht irgendwie rum, sondern wir nehmen den ganzen Kram ernst. Man wird uns nicht mit Lackschuhen, mit gegelten Haaren und mit Krawatten sehen. Wir sind ganz stinknormale Menschen, aber wir nehmen unseren Job hier ernst. Und diese Nummern hier, die sind einfach aus der Erfahrung gewachsen. Und wir sehen, das dritte Mal dran gescheitert und deswegen geht mein Stop jetzt hinterher. Und zwar sind wir jetzt bei der doppelten Positionsgröße. Die doppelte Positionsgröße ist 10,8 Punkte vorne. Das heißt, insgesamt, wenn ich die Position mit einer einfachen Position nehme, wären es 21,6 Punkte mehr als ein Tagesziel. Das heißt, mir kann heute überhaupt nichts mehr passieren, als auf das erreichte Monatsziel noch ein Tagesziel obendrauf packen. Und dann will ich auch gleich auf die nächste Frage eingehen. Bleibst du bei der 74 drinne? Ja, ich bleibe jetzt bei der 74 drinne und ich werde diese Sell Limit da oben löschen. Ich werde mir da oben einen Alarm platzieren und gucken, wenn er an die 74 kommt, wie er sich verhält und arbeite ab jetzt nur noch mit Stops. Ab jetzt geht nur noch mein Stop hinterher. Nichts mehr mit Limits oder sonst irgendwas. Wenn wir ganz großes Glück haben und der wirklich seinen Boden gefunden haben sollte und Dirk seine Short-Meinung über den Haufen geschmissen wird oder von anderen die Short-Meinung über den Haufen geschmissen wird und wir doch heute Abend den Schlusskurs über der 1,1770 schaffen sollten, den Tagesschlusskurs, dann haben wir eine faire Chance, wieder hochzurennen bis an die 1,23, 1,24 und da will ich gerne dabei sein. Wir haben die Shortnummer mitgenommen, von der 1,20 kommen bis an die 1,1770,
1760 oder ein 1790. Ich muss gleich mal gucken, ob ich das jetzt finde. Bup, 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 bup. Ich hatte gestern die Bilder dazu. Da haben wir sie. Das waren unsere Positionen. Das ist auch der Ausdruck, den ich gestern gebracht habe. Wir haben letzte Woche in unseren Webinaren mit unserer kompletten Community genau diese Position erarbeitet und Stück für Stück aufgebaut. Das heißt, wir haben am 22. aufgebaut, am 22. angefangen aufzubauen, am 20. angefangen aufzubauen bis zum 22. für die Wahlen, haben die ganze Kiste vorbereitet und haben dann alle Positionen bei 1,1794 glattgestellt und diese ganze Geschichte hat uns dann diese Performance gemacht. Das war jetzt die falsche. Ach, das war das Gegenkonto. Das war mein Weltmeisterschaftskonto. Das hier ist mein JFD-Konto. Da hat es 5.000 Euro auf das Konto geschaufelt. Das ist mein Weltmeisterschaftskonto, mein Gain-Konto, der Kontoauszug, da hat es 2,7 drauf geschaufelt. Das heißt, wir haben mit den über 7.000 Euro haben wir unser Monatsziel lange drinne und alles, was jetzt kommt, hier ist on the top. Wir sind unten an unseren Zielen angekommen und diese an den Zielen haben wir glattgestellt an 1,1794. Die Ziele haben sich aus der dritten Bewegung hier errechnet, die dritte Bewegung da, die sollte bis an die 1,1760, 1,1770 ungefähr laufen und den ersten Rücklauf haben wir dann genommen, haben die Position bei 94 abgesichert und haben sie glatt gestellt. Okay, ich glaube, soweit ist das verständlich, oder? Und alles, was wir jetzt machen, mein Long Stop, der liegt jetzt, wie du hier siehst, im Moment bei 1,1748. Das heißt, im schlechten Fall fliege ich jetzt mit 10,8 Punkten mit der doppelten Position, also insgesamt mit 21,6 Punkten für das ganze Szenario im Moment raus. Das ist das schlechteste Ergebnis, was ich jetzt damit erzielen kann, dass ich mit 10,8 Punkten rausfliege und im guten Fall fängt das Ding heute an zu laufen und rennt wieder nach oben und dann bin ich dabei und werde dann auch in unserem Blog unter ufbas.de, wo ich nachher gleich mal drauf komme, die Position auch begleiten. Das kann man bei ufbas.de regelmäßig verfolgen. Mal gucken, ob ich das jetzt finde. Ja, die Geschichte ist kostenpflichtig, das ist vollkommen richtig. Ein bisschen verkaufen muss man ja auch mal zwischendurch, ne? So, das ist unser Blog, da ist unser Reisebericht und hier sind dann unsere einzelnen Themen von letzter Woche, vom ab der FOMC und den Wahlen und dann bis Montag. Da findet man jeden Tag, wenn man sich einloggt, kann man den ganzen Kram lesen und dort werden wir auch unsere Position alle begleiten. Auch die, die wir jetzt hier machen, die werde ich nachher nach dem Webinar im Blog veröffentlichen und werde diese Position, je nachdem wie weit sie läuft, auch begleiten. Die Fragen, die jetzt zwischendurch auftauchen, handelst du auch den DAX? Ja, manchmal handle ich den DAX. Im Moment handle ich ihn einfach nicht, weil mir der Junge einfach auf den Keks geht. Diese Nummer hier ist nicht meine Baustelle, weil ich der Nummer hier einfach nicht gewachsen bin. Dieser ganzen Geschichte, ich kreise das Ding jetzt einfach mal sogar so weit ein hier, in diesem Bereich lasse ich die Finger von. Wie hat Dirk das gestern so schön gesagt, das kann nur ganz, ganz böse enden. Ja, also grundsätzlich ist es so, also ich habe ja die zum Beispiel, was den DAX angeht, ich habe schon vor 2 Wochen gesagt, dass das nächste Ziel, um das es gehen wird, ist die 12.652. Da haben mich alle für bekloppt erklärt. Da war der DAX nämlich irgendwie gerade da unten in der Nähe von der 12.2, beziehungsweise hat dort noch mit gekämpft. Und wir sind tatsächlich ja dahin gelaufen. Aber
Und das ist halt eben der ganz entscheidende Punkt. Also ich habe auch zum Beispiel gesagt, die 12.652 würde ich schon gar nicht mehr handeln, weil die wird mit hoher Wahrscheinlichkeit wird die einfach durchschossen werden. Das ist ja dann auch gestern endlich mal passiert. Nichtsdestotrotz, und das sehen viele nicht, auch allein deswegen, weil man es im CFD, auch im CFD-Handel nicht sieht, und die meisten handeln ja CFDs, das ist das Volumen. Wir haben hier ein Handelsvolumen, das ist, man kann es eigentlich nur noch als unterirdisch bezeichnen. Das heißt, also normalerweise im DAX gehen zu normalen Zeiten, gehen eigentlich so um die 100.000 Kontrakte, also Future-Kontrakte pro Tag durch. Und an Feiertagen sind es dann mal halt irgendwie 30, 40, ja. Das ist so die normale Größenordnung. Und im Durchschnitt der letzten Monate waren es dann immer so um die 70.000, 80.000 Kontrakte pro Tag. Und wir liegen im Momentan bei 30.000. So, und da muss man halt mal ein bisschen erklären, was das bedeutet. Das heißt, zum einen, wir haben hier keine großen Marktteilnehmer, die im DAX dabei sind, sondern es sind alles nur kleine Fische. Das heißt, die Großen mischen sich hier überhaupt nicht ein. Und das ist eigentlich ein Warnsignal, weil wenn man mal zurückdenkt an zum Beispiel Griechenland, ich weiß nicht, wer damals schon dabei war, 2015 war das, und da hatten wir hat mir 20.000 Euro gekostet. Ja, ja, wir hatten ein ganz normales Handelsvolumen von um die 100.000 Kontrakten und mehr pro Tag. Also da war die Welt da noch in Ordnung. Und wir haben aber bei News dann durchaus hier und da mal 80 Punkte Gap mitten am Tag gesehen. Und wenn man sich jetzt das mal in Relation setzt, ja, also wir haben ein Drittel von dem Volumen von damals und wir haben eine weltpolitische Lage, die höchst riskant ist. Und wenn da eine Meldung kommt, die auch nur annähernd so ein Gewicht hat, wie damals die Griechenland-Nummer, und ich meine, da ging es ja nicht um wirklich was, ja, also jetzt zumindest mal nicht in Bezug auf Weltpolitik, sondern da ging es ja letzten Endes ja nur um die Banken beziehungsweise halt Bankenrettung und so weiter. Und wenn da eine Meldung kommt, die so ein Gewicht hat wie damals bei Griechenland, und dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr groß, dass wir, weil wir ein Drittel des Volumens haben, dass auch das Gap dreimal so groß wird. Das heißt, da muss sich einfach wirklich gar keiner wundern, wenn da jemand long ist und der Kurs dann plötzlich 300 Punkte oder mehr tiefer steht. Mitten am Tag, von einer Sekunde auf die andere. Und das ist das, was halt viele einfach nicht sehen, ja, oder was sie halt vielleicht auch ganz einfach nicht wissen. Und deswegen ist mein Rat da auch ganz klar, wenn die Wohler nachlässt im DAX, also jetzt zum Beispiel gerade, wenn jetzt gleich zum Beispiel Kassehandel und so weiter halt vorbei ist und da kommt irgendwas da rein, ich kann halt wirklich nur sagen, Vorsicht, da nutzt auch kein Stop-Loss mehr was, weil wenn da mitten am Tag ein Loch ist von 200-300 Punkten und dann war es das. Und wenn das, ich muss da jetzt ja mal reingrätschen. Ich weiß nicht, wenn du Luft holst, dann das ist deine feminine Ader. Ja, aber ich finde es aber wichtig, dass du das erwähnt. Ja, aber ich wollte jetzt nur Bezug drauf nehmen, deswegen handeln wir im Moment keinen DAX. Ich will mich jetzt einfach nur nicht verzetteln heute. Sorry, ich will dir nicht das Wort wegnehmen oder so, aber ich will mich jetzt einfach nicht verzetteln, weil das Webinar machen wir heute, weil ich zeigen will, wie wichtig es ist, ein Regelwerk zu haben, nach dem man sich richtet, mit dem man handelt, um konstant sein Geld zu verdienen. Ich mache mal einen Vorschlag dazu. Solche Geschichten, die dir gerade im DAX erklärt, klar sind die wichtig, aber wir haben hier sehr, sehr viele Anfänger drin, die sich dann darauf verlassen und sich versuchen, da irgendwo in den Markt zu mogeln, um dann ganz schnell irgendwelche Kohle rauszuziehen. Das war keine Short-Einladung, auf gar keinen Fall. Nein, so war das nicht gemeint. Das war also nur Finger weg. Also wer Anfänger ist, dem rate ich sowieso, lass die Finger weg vom DAX. Der DAX ist eine Sau. Der DAX ist ein Vieh, der DAX ist ein Raubtier. Das muss man einfach wissen und so verhält er sich auch. Anfänger, sucht euch irgendwas, das gleichmäßig läuft. Ich muss es lernen. Ich habe am Anfang, als ich im Markt hier angefangen habe zu handeln, habe ich eine 250.000 versenkt. Hab alles, was ich irgendwo mir in meinem Leben hart erarbeitet habe, habe ich hier an der Börse volle Granate verknallt, weil ich genauso der Meinung war, Börsenhändler gleich reich, ich muss jetzt Vollgas geben, jetzt will ich hier richtig Schotter machen. Ich habe 3 Jahre, 4 Jahre gebraucht, um zu erkennen, dass die Konstanz hier wichtig ist. Und um ein bisschen die Werbetrommel zu rühren, die Konstanz,
die kriegt man rein, indem man ein Regelwerk hat, was man versteht, was auf Logik basiert. Also das ist nur meine Meinung. Und dieses ganze Regelwerk basiert hier auf Logik. Wir müssen lernen, aus dem Chart zu lesen und den Chart zu verstehen und aus dem Chart zu lesen, was machen die anderen. Die Situation aus dem DAX würde ich jetzt sogar hier drüber jetzt irgendwo hier drüber legen. Wir haben jetzt das, was wir eben in der übergeordneten Zeitebene im DAX hatten, haben wir jetzt hier ähnlich im Euro, nur in der kleinen Zeitebene. Wir haben hier jetzt genau, bewegen wir uns jetzt in dieser Range. Diese Range, ich mache das mal ein bisschen blasser, dann kann man das, hallo, man, die Farbe ein bisschen blasser, dann kann man das nämlich auch noch besser erkennen. Zack. So. Wir sehen da das Tief. Da, genau. So, und jetzt ist er hier ganz kurz rausgespiked. Deswegen sieht man, dass ich mit dem Stop hier unten etwas Luft gelassen habe. So eine Range hier wird in der Regel mit einem Fehlausbruch verlassen. Und wir haben es jetzt 9.58 Uhr. Das heißt, in 2 Minuten öffnet London. Dann müssen wir damit rechnen, dass es nochmal einen ganz kurzen Spike gibt. Um diesem Spike etwas Luft zu geben, werde ich meinen Stop aufgrund dieser Range um 1,5-2 Punkte nach unten korrigieren. So, ich bin immer noch mit 8,7, also mit der doppelten Positionsgröße, immer noch mit 17 Punkten dabei. Weil wenn er diese Range hier verlassen will, dann, wenn er die nach oben verlassen will, wird er ganz kurz nach unten rausspiken, um dann nach oben rauszuschießen. Andersrum, wenn er einen Fake nach oben macht und wieder zurück sofort, also nur einen ganz kurzen Spike nach oben und dann wieder zurück, geht mein Stop-Loss wieder enger ran, weil dann geht das Risiko an, dass er nach unten durchballert. Ich will dahin kommen, dass man sich solche Szenarien, und da hat der ganz vollkommen recht, die kann man im History-Trading, kann man sowas üben, sowas kann man sich da angucken, sowas kann man da probieren zu handeln, ob man damit klarkommt. Wenn man sowas nicht erkennt, Finger weg. Nächstes Regelwerk. Wer Euro-Pro handeln will, Euro-Pro handeln, probieren, komme ich damit klar, ja oder nein. Man kommt damit klar, aber man kommt nur damit klar, wenn man die Basics beherrscht. Und deswegen habe ich vorhin zur Einleitung gesagt, die Basics. Basics heißt für mich zum Beispiel, dass man erkennen muss, bin ich in einem Trend oder bin ich in keinem Trend? Wie laufen verschachtelte Trends? Was ist jetzt, wenn jetzt ein Aufwärtstrend noch intakt ist, aber ich bin schon, habe aber schon die Abwärtstrenddefinition. Was zählt dann? Zählt der Aufwärtstrend oder zählt der Abwärtstrend? Wie gehe ich damit um? Wie platziere ich da meine Position? Und. Und auch hier muss ich mal ein bisschen die Werbetrommel rühren. Weil für diese Sachen gibt es nämlich bei uns einen Shop und in diesem Shop gibt es verschiedene Produkte. Europro ist klar, Stereotrader ist auch klar. Und wir haben, zack, Analyse-Webinar. Wie gesagt, zum Jubiläum gibt es ja immer Geschenke. Es gibt hier Analyse-Webinar und es gibt in diesem Analyse-Webinar gibt es Analyse 2. Das muss ich jetzt mal ganz kurz erklären. Und zwar kann man diese Analyse-Webinare buchen. So, da ist Analyse-Webinar und da ist Analyse 2. Ich erkläre mal ganz kurz, wie das entstanden ist und warum man das macht. Wie gesagt, wir sind eine Community von über 1000 Leuten und viele, viele Leute haben mich im Laufe der Jahre gefragt, Mensch, kannst du uns nicht mehr zeigen, wie du analysierst? Wie kommst du auf deine Marken? Was benutzt du für eine Indikatoren? Da habe ich mich irgendwann breitschlagen lassen und habe gesagt, okay, ich mache das mal. Wir machen eine Reihe mit 4 Webinaren, eine Stunde, wo ich euch die wichtigsten Werkzeuge erkläre, die wir benutzen. Aus den 4 Webinaren sind dann 6 Webinare geworden. Es waren nicht 4 Webinare eine Stunde, es waren 6 Webinare 2 Stunden. Das war Analyse-Webinar. Unsere liebe Uta hat gesagt, Analyse klingt immer so streng, deswegen haben wir daraus Analyse gemacht. Und wir haben einfach gemerkt, dass viele, viele, viele unserer Händler
sich mit zigtausend verschiedenen Indikationen, Indikatoren und so weiter befassen und die Basics überhaupt nicht beherrschen. Die Basics erklären wir hier bei Analyse-Webinare und aufbauend sind wir bei Analyse 2. Analyse 2 ist ein Webinar bis jetzt weg. Das ist die SKS, also Formation SKS. Und um das jetzt schon mal bekannt zu geben, um mich da auch festzunageln, am 17. Oktober, das ist ein Dienstagabend, ist das erste Webinar von Analyse 2. Das zweite Webinar. Das erste ist die SKS-Formation und dann kommt das zweite Webinar. Das sind verschachtelte Trends und dann gibt es da noch Teil 3 und Teil 4 und dann ist Analyse 2 auch fertig. Das heißt, in diesen beiden Webinarreihen, Analyse 1 und Analyse 2, lernt ihr, welche Werkzeuge gibt es und welche Werkzeuge benutzen wir, welche machen Sinn und welche machen keinen Sinn. So, und da es ja in der Regel Geschenke gibt auf solchen Veranstaltungen, will ich das auch gerne mal tun. Wer hier neu ist und aufgrund von dem 1111. Webinar sich entschließt, okay, ich will hier mal ein bisschen was lernen, ich buche die Analyse 1, der kann das Analyse-Webinar über unseren Shop buchen. Und da, das kann er hier unten buchen, Analyse-Webinar, das kostet einmalig einen Huni, kostet 100 Euro. Und wenn er es gebucht hat, schickt er mir eine Mail, dann schalte ich ihn für Analyse 2 frei. Wer Analyse 1 bucht, kriegt die ganzen Aufzeichnungen. Es sind 5 oder 6 Webinare, anderthalb und 2 Stunden. Das ganze Material, was wir verwenden, ist als PDF gespeichert und dort hochgeladen. Das kann man sich runterladen und kann Analyse 1 aufarbeiten und danach die Analyse 2 fortsetzen. Und dann kommt man nämlich genau zu solchen Bildern, so wie die hier entstanden sind. Nur mit diesen Werkzeugen, nur damit, nur mit solchen Sachen erarbeiten wir uns Stück für Stück unsere Ziele und damit verdienen wir unser Geld. Wir machen das nicht kompliziert mit riesen Flächenberechnungen und allem möglichen Scheiß, sondern wir gehen dann nur mit Logik ran und diese Logik gibt uns, oder diese Logiken geben uns die Möglichkeit, aus dem Chart zu lesen. Was machen die anderen Händler? Wo tun sie das? Wenn sie das tun, was hat das für eine Auswirkung? Wie kann ich mir diese Auswirkung zunutze machen? Richtig, Ralf war schon mal bei mir im Seminar. Trading ist kein Geld, sondern harte Arbeit. Genauso ist es. Ralf war letztes Jahr im Mai bei Ralf H. war letztes Jahr im Mai bei mir im Seminar in Göttingen und ich glaube, er hat eine ganze Menge gelernt. Ja, wir machen Seminare und ja, auch wir verdienen mit den Seminaren Geld, weil die machen nämlich auch Arbeit. Um dem vorzubeugen, warum macht ihr denn die ganzen Seminare und diesen ganzen Scheiß da? Jetzt geht mein Stop hinterher. Ausbruch nach oben erfolgt. Sollte das ein Fake sein, kommt er mich zurückgeschossen, Schlusskurs wieder drunter, dann fällt er nach unten durch und dann fliege ich mit 25 oder 26 Punkten raus. Ja, wir machen Seminare, weil wir die Seminare haben bei uns mehrere Funktionen. Einmal soll man lernen, mit EuroPro umzugehen. Man soll die ganze Begleiterscheinung lernen. Ich nehme euch auf die Reise in den Seminaren mit, die ich die letzten 10 Jahre gemacht habe, um EuroPro zu verfeinern, um EuroPro zu handeln. Warum handle ich das? Wie handle ich das? Wie handle ich das richtig? Das Zweite ist, man kann viel besser miteinander umgehen, wenn man sich mal gesehen hat, sich gegenüber gesessen hat und mal am Tresen zusammen Bier getrunken hat. Und das Dritte ist, dass auf jedem Seminar bis jetzt irgendwo eine Gruppe entstanden ist, die danach in der Folge sich gegenseitig bestärkt und gemeinsam danach weiterhandelt. So ist unsere Skype-Gruppe zum Beispiel entstanden. Den Zugang zu unserer Skype-Gruppe kriegt jeder Händler, der eine Euro-Pro-Lizenz hat. Die kostet einmalig 850 Euro. Damit kann man unseren kompletten Support, unser Ticketsystem, alles komplett nutzen. Er ist ein vollwertiges Mitglied unserer Schafherde. Und dann kann er auch einen Zugang zu der Skype-Gruppe kriegen. In der Skype-Gruppe helfen sich Anfänger und Fortgeschrittene gegenseitig, wo man Fragen stellen kann, wo einem auch geholfen wird. So, Frage, ich habe gerade Probeabo für eine Woche gebucht, 15 Euro, werde ich hier dann über die Live-Seminare automatisch per E-Mail informiert oder wie komme ich an die weiteren Seminare? Das sind keine Seminare, das sind Webinare. Aber du hast damit auch den Zugang hier oben dann zu deinen Produkten, mein lieber Roland. Du hast
ein Login gekriegt zu unserer Homepage und dann findest du hier oben den Link Webinare oder das Produkt Webinare. Und wenn du da drauf gehst, zack, na komm, dann findest du dort die Anmeldung. Da wird am Wochenende dann Webinaranmeldung Quartal 4 stehen. Da musst du dich dann anmelden zu Quartal 4. Und da findest du dann auch immer hier die aktuellen Aufzeichnungen. Die werden hier regelmäßig hochgeladen von den Webinaren. Es werden nicht alle auf YouTube öffentlich gestellt, sondern die Leute, die dafür bezahlt haben, haben logischerweise den Vorrang. Um auf die nächste Frage zu kommen, stockst du, ob ich jetzt hier aufstocke, gucken wir uns die ganze Kiste mal an. Wir haben hier wieder Bewegung, wir haben hier Korrektur, wir können hier mal Analyse ein bisschen anwenden. Bewegung A gleich Bewegung C. Das heißt, wir haben das nächste Ziel da oben bei der 82, es sind noch 20 Punkte hin. Um das mit Euro Pro zu kombinieren, was ich jetzt nicht gemacht habe, weil wir genau an dem Zielbereich hier extrem gebremst haben. Wir haben hier in 5 Minuten eine Umkehrformation, die das Ding auch zurückschießen können. Deswegen habe ich jetzt nicht aufgestockt. Ansonsten ist das hier ein Klassiker. Wir haben 3 Kerzen Korrektur. Diese 3 Kerzen Korrektur sollten hier einen Abwärtstrend darstellen, was wir auch gemacht haben. Der Abwärtstrend ist hier gebrochen. Wir haben Rücklauf in die Wolke. Ich hätte rein nach Euro Pro ohne Rücksicht auf die Zielbereiche hier bei der 51 nochmal aufstocken können, hätte die Position verdreifacht und selbst dieses dritte wäre schon wieder 12, 13 Punkte vorne. Ja, was soll ich sagen? So einfach kann Börse sein, ne? Sehr gut erklärt. Da hast du natürlich jetzt reichlich Infos rausgehauen und der Markt, der spielt dir natürlich heute super in die Karten. Also das ist schon ein Musterbeispiel in Sachen Bewegung, Torsti. Das hast du sehr, sehr gut dargestellt. Ich kann dir sagen, wo das herkommt. Ich habe ja gerade meine Performance von der letzten Woche gezeigt. Wir haben Frankfurt gekauft gestern, aber nur für heute. So ist das. Genau. Nee, aber sehr gut. Also es ist ja auch gut, dass du den Webinar-Teilnehmern hier den Zugang schaffst, auch ein bisschen zu verstehen, wie du dahinter die Kulissen guckst. Das ist ganz, ganz klar, ganz, ganz wichtig auf jeden Fall. Hier jetzt, wie gesagt, die Idee vorhin auch, ich hatte es im Chat gelesen, gegebenenfalls Short an deinem roten Endpunkt da bei 1,1756 zu gehen, wäre jetzt natürlich grundsätzlich fatal gewesen, aber das widersprach ja auch der generellen Aufwärtsstruktur. Du siehst ja, da hat er sich häufig den Kopf gestoßen, der Preis, und dann ist er ja jetzt mit Schwung durch und zieht auch schön weiter nach oben, wie von dir ja erwartet. Warum? Weil ja eben dann eben der Aufwärtstrend schon skizzierbar war. Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass ihr da praktisch auch die verschiedenen Time-Ansätze, die jetzt auch Thorsten da immer mal gezeigt hat, miteinander kombiniert, um dann nicht in eine jetzt startende Aufwärtsbewegung reinzuschorten. Ja, es macht ja überhaupt keinen Sinn. Insofern ist die Darstellung von einem Forex Pro-System hier immer sehr, sehr schick, in Kombination mit dem Stereo-Trader und hinten raus natürlich auch in Kombination mit dem richtigen Broker an der Stelle. Ja, das muss man natürlich hier auch erwähnen, liebe Leute, ihr seht es oben, JFD, hier wird nie gegen euch gehandelt oder Positionen ins eigene Buch genommen. Hier ist direkt der Marktzugang. Wir hatten vorhin auch die Frage wegen den engen Spreads. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich habe es beantwortet. Da nochmal kurz, wer war es denn hier, Raphael. Ja, enge Spreads sind das, was aus dem Interbankenmarkt kommt. Ja, das ist das, was wir von unserem Liquiditätsanbietern kriegen und deswegen sind die Spreads auch so eng. Wenn ihr bei Brokern seid, wo die Spreads ein Stück weit höher sind, dann darf man sich durchaus die Frage stellen, warum das so ist. Kann man sich dann ausrechnen, dass da durchaus was draufgeschlagen ist oder eben auch die Preise über das eigene Buch gehen, wo man dann im Prinzip auch ein Stück weit die Preise manipulieren kann. Das dürfen wir nicht, können wir nicht, will ich an der Stelle nochmal ganz klar hervorheben. Und insofern sind wir ein gutes Team. Mit der richtigen Software, mit der richtigen Ausbildung, mit den richtigen Skills und dem richtigen Broker kann man hier an den Märkten wirklich auch was reißen, obgleich, das hat ja Dirk vorhin auch gesagt, die Masse eben scheitert. Und das ist nicht erst seit 10 Jahren so, sondern das ist schon seit 400, 500 Jahren Börsengeschichte so, dass die Masse aufgrund ihrer Gier und der verfahrenen Verhaltensweise tatsächlich dann schlussendlich das Geld immer versenkt. Deswegen Ausbildung ist wichtig, auch die Vorgehensweise am Markt, wie handle ich was. Ihr müsst das System kennen, ihr müsst eure Handelsplattform kennen und ihr müsst auch einen Broker kennen, der euch da Vertrauen schafft. Und ich denke, hier haben wir ein gutes Paket. Aber der Trade, wie gesagt, also, Thorsten, mustergültig. Ne? Also ich muss da mal ganz kurz was zu sagen, wenn wir einmal dabei sind.
Und schön, dass das Christoph aufgegriffen hat. Also wir haben hier im Moment ein Spread von 0,2, 0,3, jetzt 0,4, 0,3. Wir haben vorhin gesehen 0,1, 0,2 sogar. Das ist sogar in der Regel gang und gäbe. Da jetzt hatten wir eben die 0,1, da die 0,2. Das sind die Spreads. Dazu kommt hier eine Kommission von 5,25. Das heißt, um das mal zusammenzuziehen, liegen wir bei einem Gesamtspread, wenn wir jetzt hier bei 0,1, 0,2, nehmen wir mal die 0,2, liegen wir bei einem Gesamtspread von ungefähr 1,2 Punkten. Inklusive aller Kommissionen. Diese Kommission da unten, die fällt teilweise an für JFD und teilweise fällt die an, wenn man das Konto über uns bei JFD führt. Wer das möchte und wer Kunde bei uns werden möchte und auch sein Konto über uns bei JFD führt, der bekommt, der zahlt ein bisschen, zahlt einen kleinen Aufschlag dazu, der geht auch an uns. Dafür kriegt er aber seine Gebühren für die ganzen Services, die wir bieten. Es gibt bei uns zum Beispiel das Service-Paket. Die Service-Paket beinhaltet 150 Webinare im Jahr. 150, daher auch heute die Nummer 1111, indem wir genauso wie heute live handeln, live analysieren und Positionen zusammen platzieren, zusammen handeln, die Stops begleiten. Dazu gehört ein Blog, den UFBAS-Blog, wo wir die ganze Sache begleiten. Dazu gehört unser Ticketsystem, wo man mit Chartbildern, mit denen man nicht klarkommt, Chartbilder hochladen kann. Die erklären wir dann. Dazu gehört unser Support, den der teilweise mitmacht, den unser Ralf teilweise macht, den Christoph teilweise macht, den ich teilweise mache, wo wir per Fernwartung euch die Plattform einrichten und. Die ganze Geschichte kostet ein bisschen Geld. Aber diese Gebühren dafür kriegt man dann über diesen erhöhten Spread oder die sogenannte Markup, was man bezahlt, kriegt man dann über die Umsätze am Monatsende automatisch wieder erstattet. Aber deswegen auch die Bitte. Ja? Ja, genau. Also du hast gerade erhöhter Spread, ist es ja insofern nicht, weil du wirst ja zum Core-Spread ausgeführt am Markt. Ne? Das ist wie eine Dienstleistungsgebühr, genau, die richtig. Du hier aufgeschlagen hast. Deswegen, da genau richtig ja. Nochmal, wir haben da nicht in dem Spread rumgeschraubt oder den Spread aufgebohrt. Also ihr werdet zum Core-Spread am Interbankenmarkt ausgeführt. Und wenn ihr, wie Thorsten darstellte, bei Thorsten handelt, gibt es im Prinzip eine Art Dienstleistungsgebühr auf die Handelskommission drauf. Oder wenn ihr eben praktisch selbst in den Märkten schippert, dann haben wir unsere klassische Handelskommission, die dann weniger ist, aber eben ohne den Dienstleistungsfaktor, den Thorsten klar ansprach. Und da ist jeder frei, sich natürlich zu orientieren. Aber Tatsache ist, die Erfahrung habe ich gemacht, als ich angefangen habe, lieber mal einen Tausender in die Ausbildung gesteckt, als die 1.000 Euro am Markt liegen gelassen. Was man in 2 Jahren alleine machen kann, ist ganz klar. Aber wichtig ist wirklich, dass man sich vorher richtig gut aufsettelt, den Markt eben kennenlernt. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man da auch investiert und eben das Geld, bevor man es am Markt lässt, und das passiert eben in 95% der Fälle, wenn man nicht vorbereitet ist, dass man sich da eben richtig vorbereitet buchstäblich. Und da muss man auch was in die Hand nehmen. Aber der Trade, wie gesagt, oder heute dein Einstieg, Thorsten, das war wie zuletzt bei unserem letzten Webinar ja auch ähnlich krass in Sachen der Bewegungsdynamik und eben auch der eingeschlagenen Richtung. Herrlich. Ja. Okay, ich greife mal das Ding im Juni auf. Die Aufzeichnung findet man ja noch bei uns im Kanal oder bei euch findet man die Aufzeichnung auch. Wir haben im Juni eine ähnliche Geschichte gemacht, so wie heute. Und dort haben wir an einem Tag die dreifache Tagesperformance gemacht. Und die hatten wir dann nachmittags um 2 oder so, hatten wir die drinne. Also Börse ist kein Hexenwerk, wenn man, das ist alles, was wir benutzen. Alles. Mehr benutzen wir nicht. Ja. Das sind meine ganzen Mittel, das ist alles. Mehr brauche ich nicht. Mehr braucht auch unsere Community nicht. Mehr benutzen wir nicht, um unsere Performance zu machen. Und mal ganz ehrlich, wir haben hier, ich bin jetzt mit einem Standardlot drin. Wie gesagt, ich muss auch ein bisschen labern hier, muss ein bisschen was zeigen, muss aufpassen, dass Dirk nicht so viel redet, muss aufpassen, dass Chris mich nicht so oft unterbricht. Das sind ja alles Sachen, die mein Friesenhirn ein bisschen anstrengen hier. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich diese Nummer jetzt glatt stelle, habe ich 250 Euro verdient. 250 Euro, wir sind um 8.45 Uhr gestartet, wir haben 10.16 Uhr. 10.16 Uhr, das heißt, wir sind jetzt 1,5 Stunden hier im Markt. Ich könnte jetzt die Reißleine ziehen, könnte sagen, hier, pass auf, der Regen ist gleich vorbei, das ist jedenfalls das Wettergerücht. Und wir sollen heute in einer Stunde ungefähr, sollen wir wieder 25, 26 Grad in der Sonne haben. Ich kann mich jetzt an den Strand packen, dann ziehe ich hier die Reißleine, nehme die 250 Euro mit. Wenn ich das nur 3 Tage die Woche mache und wir handeln in der Regel hauptsächlich noch 3 Tage, sind es 750 Euro die Woche
Und 750 Euro die Woche sind 3.000 im Monat. Also wenn ich meinem Anwalt das erzähle hier und sage, pass auf, ich habe heute Morgen 250 Euro in anderthalb Stunden verdient, dann fragt er sich, warum er 7 Jahre oder 8 Jahre Jura studiert hat. Die Frage, die hier aufkommt, die möchte ich jetzt noch ganz gerne mal aufgreifen, warum es ab und zu mal zu Performance-Problemen kommt in der Plattform. Wir haben das bei uns in der Community, ja. Aber der Bug ist wahrscheinlich ausgeräumt. Wir brauchen dringend, auch von dir, Michael, wir brauchen dringend bitte eine E-Mail mit der Ticketnummer, also mit der Ordernummer, die du da hattest, dass wir das überprüfen können. Ich glaube, da war wohl irgendwie ein kleiner Bug auf einem Server, der aber inzwischen wohl ausgeräumt ist. Also schick bitte das Ticket dazu, wo das passiert ist, und wir kümmern uns da auch drum. Und ich weiß, da kann ich mich auf Chris und auf das Team in Warner, beziehungsweise das Team von JFD auch verlassen, dass sie sich darum kümmern. Dann wird das auch gemacht. So, um mal zurück zum Markt zu kommen. Wir haben, das muss ich jetzt ganz kurz, du kannst gleich, wir haben hier unseren den Zielbereich angelaufen, wir haben diesen Zielbereich angelaufen. Dieser Zielbereich hier oben, um auf die Frage zu kommen, warum ich hier nicht gedreht habe und nicht auf Short gegangen bin. Die Nummer ist, dass ich jetzt meinen Stop dahin ziehe, weil nicht zwingend dieser Zielbereich, der hier angelaufen wird, zwingt uns zur Umkehr, sondern eher der Zielbereich hier oben. Der könnte jetzt nochmal zur Umkehr zwingen, dass der Kurs wieder nach unten schießt und noch 60, 70 Punkte nach unten macht, um die Nummer hier unten mitzunehmen. So viel zu den Zielbereichen. Deswegen geht jetzt mein Stop hier eng ran. 22,9 Punkte mit der doppelten Positionsgröße. Mit der doppelten Positionsgröße 22, 23 Punkte ist fast ein Wochenergebnis, was wir, oder ein Wochenziel, was ich erzielen will, mit dem wir rausfliegen könnten, jetzt im schlechtesten Fall. Deswegen geht mein Stop jetzt dahin. Den Zielbereich hier oben hat er fast geholt. Jetzt sichere ich hier ab. Short kommt für mich nicht in Frage im Moment. Ich werde die Position nicht drehen, weil, wie gesagt, das Monatsziel haben wir drin und das will ich jetzt auch in keiner Form mehr gefährden. Wenn wir rausfliegen, fliegen wir raus. Dann würde ich den Absturz hier runter abwarten. Fängt er sich hier unten an der 1,1708, würde ich mir doch die nächste Long-Position versuchen zu holen und die wieder nach Euro pro aufstocken. Ansonsten bleibt diese Long-Position hier laufen. Jetzt darfst du, Chris. Ja, danke. Also nochmal zu deinem Trade unten. Das war ja, hast du eigentlich, bevor ich kurz auf das andere eingehe in Sachen Performance-Geschichte, hast du den Hammer da gekauft? Sag ich mal, guckst du da auf Candlesticks? Das wäre so eine Frage aus dem Auditorium, wo immer wieder kommt. Also du bist ja praktisch da eingestiegen, genau an dieser Kerze, als die mehr oder weniger, in Anführungszeichen, so eine Art Umkehrkerze gemacht hat. War das für dich relevant an diesem Level 17, 26, 27 oder war die Kerze egal in dem Kontext? Also das war unterstützend dazu. Ausschlaggebend war für mich die Nummer der Zielbereich. Den Zielbereich nach unten ganz kurz angelaufen. Zielbereich kommt ja von Zielen, weil andere Händler sich die als Ziele setzen. Darunter wurden Stops geholt, darüber wurden Limits geholt. Deswegen diese Umkehrkerze, dieser Doji oder Gravestone, wie man den, glaube ich, auch nennt. Es hat schon fast ein bisschen Hammercharakter, ne? Obwohl der obere doch natürlich noch rausguckt, aber das sieht, ist schon ein Umkehr. Ja, ist ein Umkehrstab, so oder so. Jo. Und deswegen der Entschluss, da drüber reinzugehen, wie man sieht, hat auch da meine Position gegriffen, direkt über dieser Kerze, als die nach oben gebrochen wurde, da oben drüber, direkt rein, Stop, direkt da unten drunter. Deswegen Einstieg 1,1728,2. Und den Stop auf die 23 mit 5 Punkten Stop kann ich sehr gut leben. Das war ja auch mustergültig, muss ich sagen. Perfekt, perfekt umgesetzt. Also die, für mich war es vor allen Dingen die Kombination. Ausschlaggebend ist für mich nicht nur die Kette, sondern ausschlaggebend sind meine Zielbereiche hier. Die haben für mich Priorität und die wurden eben durch diese Kerze wurden die eben unterstützt. Ganz genau. Deswegen eben auch diese Nummer. Deswegen bin ich ja auch Market rein. Ich habe hier habe es nicht geschafft, eine Pending Order, also eine Long Stop hinzupacken, sondern als die Kerze hoch ist, habe ich das Ding auch Market platziert und habe nachher hier dementsprechend aufgestockt. Ja, wie gesagt, und die lassen wir jetzt auch einfach mal laufen. Ich gucke hier nebenbei auf mein Volumen. Ich will mich jetzt nicht irgendwie drücken oder so, aber wir haben das im Juni schon mal erklärt. Die Telekom oder die Partnerunternehmen von der Telekom
Ich habe mit denen einen Vertrag, die allerdings, wenn ich so ein Webinar so wie jetzt mache, in der Regel alle immer nach einem Gigabyte die Leitung kurz kappen. Also es kann durchaus passieren, dass ich hier gleich rausfliege. Und dann habt ihr nur noch Chris und Dirk. Ja, kann ich nichts dafür, müsst ihr euch mit Chris und Dirk rumschlagen. Tut mir leid. Moment. Ich meine, Thorsten, du kannst dich ja danach wieder einwählen. Also ich glaube, wir hatten das ja im Juni auch, wie gesagt, die Session endet ja sowieso roundabout 10:45, 11:15, manchmal haben wir auch schon mit 11 bis 11:30 gemacht. Das weiß auch Dirk, wo wir Webinar-Sessions gemacht haben. Also sollte da jetzt was passieren, A, seid ihr nicht verloren, das heißt, das Webinar läuft natürlich weiter. Und B, Thorsten, an der Stelle, komm da natürlich gern zurück, weil wie gesagt, wir sind ja hier mittendrin, der Trade ist super am Laufen, wir diskutieren das ein oder andere, das ist wichtig. Deswegen würde ich auch gerne da noch ein paar Fragen stellen. Insofern wäre es ganz fantastisch. Ingrid fragt gerade, wegen Aufzeichnung. Du hast es ja vorhin gesagt, es geht ja eh eine E-Mail raus an alle Anmeldungen in Sachen Webinaraufzeichnung. Wir selbst bei JFD werden das auch auf unseren Channel stellen. Ich stelle nachher auch mal den Link von uns rein, von unserem YouTube-Channel. Da haben wir auch vielerlei Angebote und Marktresearch und Screening und Education, also Ausbildungswebinare. Könnt ihr euch auch, wie gesagt, mal breit umschauen. Und auch natürlich das Webinar von Thorsten, wo wir damals hatten im Dezember. Das Tausendste, wo wir zusammen in Göttingen hatten. Also wie gesagt, da könnt ihr euch umsehen, Ingrid. Und auch das Angebot, wie gesagt, ist ja dann auch nochmal wiederholbar im Webinar anzuschauen, was der Thorsten hier dankenswerterweise auswirft. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten zur Problematik, wenn irgendwas mit Orders nicht laufen sollte. Ja, also wie gesagt, wir nehmen nichts ins Buch, wir faken hier nicht rum, wir handeln nicht gegen euch. Wenn es ein Problem mit der Plattform mal gibt oder eben auch eine Order irrtümlicherweise, also wegen welchen Gründen mit einer großen Slippage irgendwie rausgeschossen wird, dann habt ihr bei uns die Möglichkeit, Nummer 1 einen Post-Trade-Report anzufordern. Das heißt eine Order-Nachverfolgung. Das ist ein 9-seitiger Report, wo genau daraus hervorgeht, was mit der Order passiert ist. Wer sie entgegengenommen hat, war es Bank of America, war UBS oder welche Interbank auch immer, die den Trade abgearbeitet hat, zu welcher Geschwindigkeit, welche Slippage es gab, etc. etc. Der absolute Nachweis. Und dann auch, wenn es Probleme gewisser Arten gibt, haben wir bei JFD immer auch den Kunden im Sinn und wir gehen dann mit den Liquiditätsprovidern auch in den Diskurs, wenn es hier irgendwelche technischen Schwierigkeiten gab und dann werden wir das auch im Kundensinne lösen. Also das ist etwas, wo wir auch für viele Kunden schon die Lanze gebrochen haben und dann eben auch tatsächlich mit den Liquiditätsprovidern in den Kontext gegangen sind. Und auch wenn es mal technische Bugs gibt, das ist immer wichtig, uns zu melden. Ja, also weil wir, wenn wir in der Masse keine Meldung kriegen über irgendwelche Schwierigkeiten, dann sind wir natürlich der Meinung, wenn unsere Systeme alle grün sind, dass es gut läuft. Aber gibt es bei dem einen oder anderen Probleme, dann ruhig unseren Support anschreiben, den Post-Trade anfordern, wenn es denn direkt um einen Trade geht, der euch irgendwie mysteriös vorkam. Und ansonsten sind wir da immer bestrebt, wie gesagt, eine Kundenlösung zu finden und haben sie auch immer gefunden. Insofern, wie gesagt, dann bitte bei uns melden mit Accountnummer, Order-Ticket, dann können wir das hier ganz genau nachverfolgen. Und darum geht es ja auch, ne? Dass wir hier alle an einem Strang ziehen. Das ist ganz, ganz wichtig. So. Ich will jetzt mal noch einen draufsetzen. Ja, bitte, wenn ich darf. Thorsten, ich weiß nicht, was du sagen willst, was du wieder raushaust, aber du fühl dich frei. Ja, also erstens war die Position ist ausgestoppt worden mit 23 Punkten über den Daumen, also doppelte Positionsgröße mit 46. Hier kommt gerade die erste Reaktion. Helmut ist auch ausgestoppt worden. Wie kommt man in den Skype-Channel, wenn man das Euro-Pro-Paket schon gekauft hat? Einfach eine Mail schicken mit einer E-Mail-Adresse, die wir freigeben dürfen. Ich handle drei Sachen. Ich handle in der Regel meine Zielbereiche und ich handle unser Euro-Pro. Und ich handle am liebsten Formationen. Meine Lieblingsformation ist SKS. So, dieses Ding könnte sich jetzt rein theoretisch, wenn sich das jetzt hier aufzeichnet, sogar aufbauen. Dann plaudere ich jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. So wie ich das jetzt sehe. Ich habe vorhin gesagt, wenn er da oben scheitert, könnte er an die 1.1708 unten gehen. Richtig? Wer zugehört hat? Das heißt, er müsste, um das jetzt zu machen, müsste er jetzt hier irgendwie nochmal hier in diesem Bereich laufen, also an die 66 ungefähr. Wenn er mir hier in diesem Bereich an der 66 eine Umkehrformation bietet, kann ich hier unten drunter, so wie das jetzt darstellt, eine Nackenlinie hinlegen. Wenn ich die Nackenlinie da hinlege, dann kann ich genau ausrechnen, zack, da geht die Nummer hin. Und dann hätte ich dann nach dem Bruch der Nackenlinie dieses Ziel. Und das heißt, ich würde schon mal hier unten bis an die 42 laufen können. Das wäre jetzt, wenn wir im 1-Minuten-Chart und wir brauchen dazu einen ausgiebigen Trend, den haben wir.
Sowas benutze ich ganz gerne mal morgens, wenn das ziemlich zügig geht. Wenn er jetzt hier hochläuft, würde ich mir hier oben mit einem Stop von 3, 4, 5 Punkten eventuell eine Short-Position holen. Meine Long ist raus. Wenn er mir die Nummer hier jetzt geben sollte, der muss aber bis hier hochlaufen, bis in diesen Bereiche, also 65 ungefähr. Wenn ihm jene Umkehrformation gibt, dann heißt mein Regelwerk sofort SKS, mögliche SKS im 1-Minuten-Chart, auch wenn mir andere Vogel zeigen, na, die gibt es nicht, doch, die gibt es. Vielleicht können wir die sogar noch gleich handeln. Dann würde ich diese Nummer hier oben starten, eng Stop, da oben drüber, hier anfangen laufen zu lassen, Bruch der Nackenlinie abwarten, aufstocken und dann hier unten, wenn wir hier unten hinlaufen, Stop wieder, 4, 5 Punkte in den Gewinn und Take Profit würde hier unten an das Tief gehen, an die 1,1708. So wäre jetzt meine Denke. In mir streiten sich zwei Seelen, deswegen auch eine kleine Positionsgröße. Wir haben, sorry, Na, Thorsten. in mir streiten sich, ja? Bisschen lang geworden gestern, räusper, Nee, noch nicht. Heute wird das lang. 1111 wird heute gefeiert. Das kann ich dir aber sagen. Na, das hast du dir auch verdient an dieser Stelle. Mit Rotwein aus Apulien. Das heißt, in mir streiten sich jetzt zwei Seelen. Wir haben hier auf der anderen Seite die Bestätigung von dem Zielbereich und hier eine Umkehrformation. Das würde nach Zielbereich ein Long bedeuten. Aber ja, die Erfahrung, die ich die letzten Jahre damit gesammelt habe, ist, dass wir oft die Zielbereiche oben anlaufen und dann die Zielbereiche unten, um dann erst wieder nach oben zu drehen. Lieber wäre es mir gewesen, er wäre heute Morgen erst nach unten gegangen und dann nach oben durchzugehen. Die Nummer wäre schöner gewesen. Das heißt, wenn ich unsicher bin, aber so ein Szenario handeln will, lasse ich den jetzt hier hochlaufen, dahin, suche mir dann eine Umkehrformation, wenn er mir die bietet. Wenn er mir eine Umkehrformation bietet, also hier ist eine schwache Kerze zeigt, würde ich die nutzen mit einer kleinen Position. Mit der kleinen Position Short den Vorteil verschaffen, bis er den Zielbereich und damit auch die Nackenlinie hier nach unten durchschlägt und erst dann aufstocken. Wenn ich dann aufgestockt habe, kann ich für die Gesamtposition meinen Stop schon wieder Break-Even ziehen. So ist meine Denke bei der ganzen Geschichte. Ob es nun funktioniert, werden wir sehen. Ich werde auf jeden Fall das Ergebnis nicht mehr gefährden wollen. Der Helmut hat schon mal Danke für den Trade gesagt und Thorsten, ein richtiger Thorsten, auch mit TH, hat gerade geschrieben, er ist auch ausgetoppt mit 43 Punkten. Danke, sagt TH. Bitte, sagt TH. Diese Setups kann man im Grunde genommen viele Tage morgens handeln. Empfehlung auch dazu. Guckt einfach mal, wie wir arbeiten. Bucht vielleicht mal unser Servicepaket, welches wir oft genug haben, oder wo wir 2, 3 Webinare die Woche machen. 2 Webinare machen wir nächste Woche. Dienstag ist Feiertag und Mittwoch und Donnerstag machen wir dann Webinare, die ihr gerne buchen könnt. Guck mal, der Andy hat auch mit 42,6 Punkten. Der Thorsten ohne H hat auch seine Punkte gemacht. Der Nikolaus, unser Nikolaus aus dem schönen, wunderschönen Schottland ist hier mit 49 Punkten. Und der Daniel fragt, welches Paket ich empfehle. Daniel, schick mir bitte eine E-Mail mit deiner Telefonnummer und dann können wir gerne, heute nicht, heute muss ich zu viel sabbeln hier, aber wir machen bitte einen Telefontermin und dann werden wir beide uns beim Telefon unterhalten, wie man da was am besten macht. Christian B. schreibt, aus dem schönen Brandenburg, schreibt, der ist mit 400 Euro dabei gewesen und ist fertig für heute. Glückwunsch, Christian, tut dir, glaube ich, auch mal gut. Michael schreibt 45 Punkte mit 0,4 Lot, sind auch 160, Dollar, die man da auf der Habenseite verpusten kann. Peter K. ist raus mit 23 Punkten. Klaus Dieter aus Oslo ist raus mit 31 Punkten. Und Carsten, den ich noch nicht kenne, Carsten W., hat auch sein Tageslimit erreicht. Und ich glaube, wir haben es jetzt auf 10:31 Uhr. Ich würde jetzt den Rest noch nutzen, um Fragen zu beantworten,
Die SKS hat mir zu früh gebremst, wenn die hier, man hätte die hier eventuell schon nutzen können, ist mir aber zu früh, mir wäre der Stop zu groß gewesen, das Risiko passt dann nicht in vernünftiges CRV. Er hätte hier genauso hoch laufen sollen wie diese Seite hier bis an die 67 und der war nur an der 63, 3, 4 Punkte. Die hier nicht hochgelaufen ist, die muss ich dem Risiko zuschlagen, dann wäre mein CRV einfach zu schlecht. Deswegen habe ich die Nummer jetzt nicht angefasst. Ich kann es mir überlegen, wenn er jetzt hier nach unten laufen sollte, ob ich hier eventuell den Bruch der Nackenlinie anhöre, obwohl das gegen meine Mentalität verstößt. Siehst du auch, der Heiko hat 17,3 Punkte. Ist doch schon mal nicht von der Hand zu weisen. Durch die Bank positives Feedback, Thorsten. Also, wie gesagt, wie schon angesprochen, hast du wirklich mustergültig heute dargestellt. Und wie gesagt, wir sind ja jetzt schon noch dabei. Der Live-Event läuft noch ein Weilchen. Also wenn du auch rausfliegen solltest oder wie auch immer, die Trade-Idee hier, was da jetzt auch kommt, können wir ja nachverfolgen. Du selbst sagst aber jetzt dann so ab 11, 12 sozusagen, ziehst du dich zurück. Also ich ziehe mich nicht nur zurück, sondern wie gesagt, mein Tag fängt morgens um 7 an. Um 7 sitze ich spätestens am Chart und fange dann an zu handeln, fange dann an zu arbeiten. Mhm. So, gucken wir uns die ich erkläre das gleich, gucken wir uns die SKS mal an, wenn man die Umkehrformation, ich hätte es bloß gerne höher gehabt, wenn man die Umkehrformation genutzt hätte, hätte der Hund nicht geschissen, hätte er einen Hasen gehabt, dann hätte der Hase gewusst, dass der Hund scheißen muss, wäre nicht so schnell gelaufen, dann wäre die Position jetzt schon Break-Even absehbar oder handelbar. Wir haben sie schon erörtert oder erklärt, als er hier hochgelaufen ist. Er hat gesagt, hier werden wir die nutzen. Wie gesagt, aber mein Einstiegsszenario ist nicht aufgegangen. Leider Gottes, sonst hätte ich sie genutzt. Aber so kann man sich sowas aus dem Chart herausarbeiten. Aber ich mache in der Regel nach 2 Stunden Schluss, weil so ein Friesenhirn wie meins, das ist auch nur begrenzt belastbar. Und ab einer bestimmten Zeit fängt man nur noch an, im Chart wild rumzustochern und irgendwas rein zu interpretieren, wie so eine Fata Morgana, was eigentlich gar nicht mehr da ist. Und man stochert nur noch wild rum. Die Konzentration lässt nach. Man macht einfach zu viele Fehler, die es dann ganz schwer macht, das wieder auszubügeln. Und deswegen sollte man auch darauf achten, wenn man 2-3 Stunden im Markt war, also von morgens um 7 bis um 10 ungefähr, dann ist der Bock auch fett, dann ist das Ding gelaufen. Und dann soll man sich einfach auch eine Auszeit gönnen. Und die will ich mir dann auch gönnen. Wir haben auch die 2 Stunden ja auch fast rum. Ich will nur das Nötigste noch loswerden, bevor ich jetzt hier unterbrochen werde. Ich weiß, Chris hätte gerne das Webinar sogar bis 13 Uhr oder bis 14 Uhr, um dann nur schnell mal pinkeln zu gehen und 14.15 Uhr weiterzumachen. Dazu werde ich aber zu schlecht bezahlt hier. Na, du irrst, Thorsten, du irrst, mein Guter. Also die Pausen, erstmal die Mittagssession muss man berücksichtigen und der Markt schläft ja in der Regel tatsächlich von 11.30, 12, wenn jetzt keine News irgendwo anstehen, tatsächlich ein. Das ist ja tatsächlich die Gangweisheit. Aber fahr fort, Thorsten, solange deine Gigabytes noch da sind, ist doch alles gut. Ja, ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Achso, genau, die Zeit spielt eine Rolle. Und das ist genauso eine Nummer. Jetzt einfach mal der Appell an die jetzt hier alle geschrieben haben, durchweg hier 42 Punkte, 49 Punkte, 400 Euro, 45 Punkte, 23 Punkte, 31 Punkte. Tut euch selber einen Gefallen, macht den Deckel zu, schmeißt den Scheiß in die Ecke bis heute Nachmittag. Vielleicht bietet sich heute Nachmittag nochmal eine Chance. Schraubt die Positionsgröße runter heute Nachmittag. Handelt mit einer kleinen Position vielleicht mit, um zu trainieren, um zu üben. Wenn ihr euer Tagesziel drin habt, so wie ich sehe hier, Nikolaus 49 Punkte, das ist ein Wochenziel, wenn das drinne ist, dann lasst den lieben Gott einen lieben Mann sein. Packt euch in die Sonne, setzt euch aufs Rad, ne Nikolaus, setzt euch aufs Rad und fahrt durch Schottland. Nicht wieder vor irgendwelche Autos, lasst euch nicht von so einem komischen Rechtslenker irgendwie wieder vom Fahrrad holen, sondern macht eine schöne Radtour in der Natur oder geht angeln oder genießt den Altweibersommer. Also nicht den Sommer mit Altweibern, sondern den Altweibersommer. Also die schönen bunten Blätter da draußen, setzt euch ins Cabrio oder sonst irgendwas. Und verbringt jetzt nicht bei schönem Wetter den ganzen Nachmittag jetzt an der Kiste, holt euch viereckige Augen und gebt das Geld wieder in den Markt zurück. Ich meine, gut, andersrum, wenn ihr es in den Markt zurückgebt, können wir es uns holen. Wir wissen ja manchmal, wie es geht. Auch nicht immer. Auch wir haben schlechte Tage.
maximaler Drawdown. Die Frage müsstest du mal, mein lieber Sven M., die müsstest du immer konkretisieren oder bringen sie heute Nachmittag mit, dann gehe ich da gerne mal drauf ein, was du unter maximalen Drawdown hier verstehst. Auf diese ganze Art und Weise, wie ich sowas handhabe, gehe ich heute Nachmittag mal drauf ein. Da muss Chris vielleicht zwischendurch mal weghören, weil ich handhabe manche Sachen anders, als es üblich ist. Aber das erkläre ich dann heute in der Nachmittagssession, zu die ich euch auch liebend gerne einlade. Der Link von heute früh hat Gültigkeit. Das heißt, ihr könnt den gleichen Teilnahmelink benutzen und an der gleichen Session heute Nachmittag wieder dabei sein. Wir haben das als ein Thema oder als einen Tag zusammengefasst. Deswegen ist es die Nummer 1111. Ich weiß gar nicht, ob das heute Morgen 1111 ist oder heute Nachmittag. Ist eigentlich auch völlig Banane. Wir freuen uns, dass wir die 1111 Webinare machen durften oder machen können. Ich will auf diesem Wege einfach mal Danke sagen an unsere Community. Wie gesagt, 1000 Leute, die auch uns die Möglichkeit gegeben haben, so lange am Markt zu bestehen und die uns auch 1111 Webinare auch begleiten. Und auch mal Danke sagen an die vielen Teilnehmer, die sich heute die Zeit genommen haben. Ich weiß, wir haben sogar heute ein Geburtstagskind dabei, der heute extra Urlaub genommen hat, nicht weil er Geburtstag hat, sondern der heute extra Urlaub genommen hat, einen Tag, um diesem Webinar beizuwohnen. Wir haben gesagt, wir telefonieren dann danach nächste Woche mal, wenn er dann ein bisschen mehr Luft hat. Ne? Happy Birthday, Christian. Und schön, dass du heute hier dabei bist und dir die Zeit genommen hast. Auch mal ein dickes, fettes Danke an JFD, die uns inzwischen von diesen 1111 Webinaren ja auch schon ein gutes Viertel irgendwie begleiten seit anderthalb Jahren und vor allen Dingen an meinen Freund Dirk, der mir die Möglichkeit oder uns die Möglichkeit gegeben hat, mit dem Stereotrainer hier auch ein vernünftiges Werkzeug zu haben. Ein bisschen Werbetrommel, glaube ich, darf man auch mal an so einem Tag ein bisschen die Werbetrommel rühren. Wer bei uns mitmischen will, wenn es um die Pakete geht oder so, wir haben hier einen Shop. Das mache ich jetzt nur noch zum Abschluss. Wer das komplette Paket bei uns nutzen will, unseren Service nutzen will, die Fernwartung nutzen will, das wir euch alles einrichten, muss einmal 850 Euro in die Hand nehmen. Stereotrainer 25 Euro ist auch klar. DAO Pro kommen wir heute Nachmittag drauf. Und das Service-Paket, wer sich entschließt, bis 15. Oktober Euro Pro und das Service-Paket zu buchen und sein Konto über uns bei JFD zu führen, der möge mir bitte eine Mail dazu schicken, eine E-Mail dazu schicken. Dann bekommt er dazu einen Rabattcode über 111 Euro. Dazu haben wir die 1111. Veranstaltung. Und mit diesem kleinen Geschenk für die ganzen Newcomer, ich weiß, über den YouTube-Kanal von Dirk sind ein paar gekommen, ich glaube, über den YouTube-Kanal von Giovanni sind noch ein paar gekommen, von Michael sind ein paar Leute hier dabei. Also wer sich entschließt, vielleicht uns zu begleiten und bei uns ein bisschen mitzumischen und unsere Community den Rücken zu stärken und nicht nur zu saugen, sondern in so einer Community auch was zu geben. Das hat bei uns eben diesen Charakter. Auch wer nimmt, muss auch geben. Und dazu darum bitten wir auch in diesem Fall. Dafür haben wir die Skype-Gruppe gegründet. Der ist bei uns herzlich willkommen. So, jetzt ist die Kaffeetasse runtergefallen. Da ist der Henkel verbogen wahrscheinlich. Du irrst, aber du bist wieder ein Fuchs vom Hören. Ja, nicht nur vom Hören. Da ist unsere E-Mail-Adresse, die kann man, wenn man möchte, bitte nutzen. Das ist die hallo@forexpro-systeme.de. Da kann man uns eine E-Mail hinschicken, dann wer genauere Fragen hat, die auch ans Eingemachte gehen, bitte auch eine E-Mail mit einer Telefonnummer und mit einem Terminvorschlag, wann ich denjenigen erreiche.
Alle Telefonate mit Neuankömmlingen, mit Neuinteressenten führe ich selber komplett. Wir werden zusammen einfach ausloten, ist Europro überhaupt was für dich? Ist Börse überhaupt was für dich? Passen wir überhaupt zueinander? Wie gesagt, ich habe manchmal eine sehr direkte Art. Der eine oder andere sagt, geht es auch mit weniger Fäkalsprache? Nein, bei uns geht's nicht. Wenn irgendwas scheiße ist, dann ist es scheiße. Wenn jemand ein Arsch ist, dann sage ich ihm, dass er ein Arsch ist. Wer damit umgehen kann, der ist herzlich willkommen. Und wer damit eben nicht umgehen kann, kann sich gerne jemand anders suchen oder sein Geld mit minus 0,2% bei dem netten Nachbarn von der Sparkasse anlegen. Da ist er genauso herzlich willkommen. Bei uns wird Klartext gesprochen. Wenn jemand Scheiße baut, dann muss ich ihm das auch sagen können. Eins vorne weggeschickt. Bei uns gibt es auch kein Sie. Deswegen rede ich ja auch alle mit Vornamen an. Bei uns gibt es kein Sie. Bei uns gibt es nur Du. Erstens sind wir an der Börse und zweitens, wenn eine Scheiße baut, ist besser, wenn ich sage, du Idiot als Sie Idiot. Das sitzt viel mehr. Das tut viel mehr weh. Die Strafen müssen treffen. Da, wo sie wehtun. Also mehr als Fernsehverbot. Mach ich mal so. Und genau deswegen gehen wir so miteinander um. Wer sich darauf einschießen möchte und gerne bei uns mitmischen möchte, herzlich willkommen. Einfach eine Mail und dann werden wir auch für dich einen Plan aufstellen, wie wir dich vielleicht an der Börse erfolgreich kriegen. Das ist sehr, sehr gut gesagt. Da kann man sich eigentlich nur anschließen, auch aus Broker-Sicht natürlich, ja. Da wir nur Erfolg haben, wenn die Kunden erfolgreich sind und bleiben. Ja, wir partizipieren nicht an euren Verlusten, sondern sind bestrebt, dass euer Konto aufrechterhalten bleibt. Und viel zu viel wird es eben mit Casino-Zockerei verglichen und eben schnelles Geld. Und dann ist es eben futsch und weg. Und ja, es gibt durchaus Systeme, wo das Geld dann eben als Gewinn bei dem Broker landet. Und das ist also das verlorene Geld. Und das ist nicht unser Ansinn. Deswegen genau richtig, legt Wert auf die Ausbildung, versucht rauszufinden, wer für euch der richtige Charakter ist. Es gibt viele Typen. Thorsten ist eine Type. Ja, Thorsten, wie er selbst sagt, ist ja auch kein Coach als solcher, sondern mehr ein Begleiter. Ja, er macht es vor und man muss es nachmachen. Am Ende hat man immer selbst die Verantwortung für seine Trades. Thorsten hat ja gar keinen Risk-Disclaimer eingefügt. Das kann ich dann gerne nochmal zeigen. Jeder handelt hier natürlich auf eigenes Risiko. Das ist völlig klar, war immer schon so. Letztlich ist es hier so, dass die, die mitgemacht haben, jetzt partizipiert haben. Aber man muss natürlich auch wissen, dass es natürlich auch Tage gibt, wo man Stop-Loss abgefischt wird. Ja, also die Ohrfeige vom Markt gehört dazu und das muss man sich definitiv auch vor Augen führen, dass das kommen kann. Ja, dass das hier keine ich gewinne jeder mal Veranstaltung ist und damit muss man auch wirklich klarkommen. Ja, das ist auch was, Thorsten, wo du vielleicht noch direkt noch mal was zu sagst. Ansonsten, Peter, Frage, Nachmittag 14:15 europäische Zeit geht es hier weiter. Den Link zur Aufzeichnung Webinar bei mir, ich habe vorhin den YouTube-Channel reingestellt, schaut's da mal rein, Live-Event, da seht ihr den Event von Thorsten im Juni mit uns und auch andere Live-Events. Ansonsten, da könnt ihr euch ja gerne nochmal an Thorsten wenden, der hat dann den direkten Link, beziehungsweise je nachdem, was ihr da bei Thorsten sozusagen bucht, gibt es ja auch die Möglichkeit, da in die sozusagen in das Archiv zu schauen, um dann alte Webinare nochmal aufzurufen. Aber Aufzeichnung links, Tim, ja. Auf unserem YouTube-Channel unter Webinar Live Events kannst du da suchen und finden. Da hast du einen Torsti auf jeden Fall dabei. Ansonsten, Thorsten, Schick mir einfach eine Mail, Tim, dann schicke ich dir den Link von der Aufzeichnung. Ich finde die Ratzfatz bei uns im YouTube-Kanal, ja. Schicke ich dir schnell den Link, dann kannst du das Ding auch nochmal angucken. Und ganz kurz, das von Chris, die Aussage kann ich nur unterschreiben. JFD ist mein 15. Broker. Wer weiß, ich habe vorher auch jahrelang für ein anderes Brokerhaus gearbeitet, was wir auch parallel immer noch ein bisschen tun, also auch noch unterstützen und so. Aber unser gesamtes Augenmerk, unser Hauptaugenmerk liegt ganz klar hier bei JFD. Das kann ich nur unterschreiben. Hier gibt es kein eigenes Buch. Alle Gewinne werden pünktlichst ausgezahlt. Das kann ich, darauf verwette ich meinen Hintern und davon habe ich nicht so viele. Wenn ich eine Auszahlung beantrage, ist die innerhalb, wenn ich die vor 15 Uhr irgendwie in meinem Account beantrage, sehe ich, dann ist die bis 17, 18 Uhr, ist die von meinem Handelskonto runter und am nächsten Tag, spätestens Mittag, sehe ich, dass hier in Deutschland auf meinem Volksbankkonto ist das Geld auch gut geschrieben. Das habe ich zig hundertmal probiert und habe noch nie irgendwelche Probleme gehabt. Obwohl es bei anderen Druckhäusern, wo ich definitiv weiß, dass Positionen im eigenen Buch geführt werden, habe Verständnis dafür, wenn ich hier keinen Namen nenne, weil ansonsten wären die 18 Anwälte bei uns in der Community völlig überlastet. Aber ich habe
zig Broker durch, ich habe zig Schweinereien durch, ich weiß, welche Sauereien da im Hintergrund teilweise laufen. Und es hat einen ganz bestimmten Grund, warum wir uns mit JFD hier so zusammengeschlossen haben und warum ich, so wie Klaus Hipp das mal gesagt hat, dafür stehe ich mit meinem guten Namen, meinen Namen dafür hergebe und mich auch hinter JFD mit meinem Namen, mit unserer Community und mit meinem Laden Forex Pro Systeme auch hinter JFD stelle und den guten Namen, das ist kein blödes Gelaber, macht euch die Arbeit in der Mittagspause, setzt euch mal hin mit dem iPad oder mit, ne, scheiß iPad, mit einem Samsung-Tablet, schön Android, setzt euch mal einfach an den Tisch und googelt mal nach Thorsten Helbig und nach Forex Pro Systeme. Wir sind seit über 10 Jahren am Markt und ihr werdet über uns keine Scheiße finden. Wir haben einen exzellenten Ruf, der durch das Haus JFD bei uns immer noch unterstützt wird. Natürlich auch durch die geile Plattform, die Dirk uns vor anderthalb Jahren zur Verfügung gestellt hat. Dafür mal danke an so einen Filou wie Dirk in Köln. Absolut. Dann will ich jetzt einfach mal auch mal Danke sagen und werde mich jetzt in die Mittagspause begeben, wenn es okay ist. Ja, so langsam, Thorsten, deine Gigabyte-Leitung ist ja noch da. Das ein oder andere würde mich trotzdem noch interessieren. Noch kannst du nicht raus, aber das 1111. Webinar, ich stellte mir vorhin ja auch die Frage, ist es das jetzt oder ist es das heute Nachmittag? Letztlich ist es ja ein Gesamtwebinar mit Split jetzt um die Mittagszeit. Insofern, don't panic. Das ist das 1111. Schön, wie gesagt, dass da auch jetzt Dirk, der Entwickler vom Stereotrader, heute jetzt dabei ist. Am Nachmittag hast du ja schon gesagt, kommt vielleicht der ein oder andere Gast noch dazu, wo wir mal ein bisschen noch abklopfen werden und ein Stück weit hinter die Kulissen hoffentlich mal sehen, was der ein oder andere macht. Aber bei dir oder auf dich nochmal bezogen, Torsti, jetzt der Umgang mit Verlusten als solches, wie ist das bei dir? Wie kommst du damit klar? Ist jetzt sicherlich für die Newbies oder Einsteiger auch wichtig, wenn sie dann eben jetzt starten und es läuft jetzt die ersten 5, 6 Mal nicht so, wie sie sich vorstellen oder eben nach Plan. Hast du da einen Tipp aus dem Nähkästchen, aus deiner Erfahrung, was du da sozusagen mitgibst? Ja. Es gibt von mir nur einen einzigen Tipp. Wer mich kennt oder wer mal auf YouTube den Kanal durchforstet, es gibt dann zum Beispiel eine Aufzeichnung von 2013, glaube ich, ein Tagesseminar in Lübeck. Da erzähle ich mal meine komplette Vita. Wenn ich das hier jetzt machen würde, würden meine Lehrer sich wahrscheinlich irgendwie beschweren. Der Rahmen wird hier gesprengt. Wer möchte, kann mal in meinem YouTube-Kanal suchen, in die Suche eingeben, Lübeck. Dann findet man das Tagesseminar, dort erzähle ich meine ganze Vita. Ich habe den Weg hier nur zur Börse gefunden über Europro. Das ist jetzt kein Schmarrn, weil ich jetzt irgendwelchen Scheiß verkaufen will, das ist nicht mein Ding, sondern nur der Weg, ein Regelwerk. Und zu diesem Regelwerk musste ich ein Urvertrauen aufbauen. Dieses Urvertrauen hat 3, 4 Jahre gedauert. 3, 4 Jahre. Und selbst wenn ich heute, um auch auf die Frage Drawdown-Phase kommen, selbst wenn ich heute eine Phase habe und ich knalle mal 10 Dinger nacheinander irgendwie in die Grütze, das liegt entweder an meinem Kopf, weil ich zu bescheuert bin, vielleicht liegt es auch am Kegelabend vorher oder an dem Rotwein vorher, am Abend vorher, oder es liegt einfach daran, dass mein System zu der derzeitigen Marktlage einfach nicht passt. Ich habe ein paar befreundete Leute, einer davon ist mein Haus- und Hofanwalt, der sagt immer, Mund abwischen, weiter essen. Und genau so ist es. Immer wieder. Und ich sehe, dass aus unserem Support ist der Ralf auch hier dabei heute, was ich auch gut finde, der auch im Hintergrund sich hier gehalten hat, um ein paar Sachen, die hier ein paar Links reingestellt hat und so weiter. Und Ralf hat mal vor einer ganzen Weile zu mir gesagt, wo er eine harte Drawdown-Phase hatte, sagte, weißt du, was dich von mir unterscheidet? Sagte, du bist wie so eine Katze, du kriegst zwar Prügel, aber du schüttelst dich und gehst immer wieder ran. Immer wieder. Und genau das tue ich auch. Wie wir heute Morgen gesehen haben, das ist einfach mal Danke, dass der Markt da auch heute dementsprechend mitgespielt hat, bin ja nicht nur ich. Absolut. Sondern ich habe heute Morgen hier mein Setup gefunden. Ich habe nicht auf die Fresse gekriegt, ich bin Break-Even rein. Hier, wo alle anderen Short gehen, ich weiß, ich habe ein Urvertrauen zu meinem Regelwerk. Ich habe ein Urvertrauen einfach nur zu dem, was ich mache. Weil ich kenne dieses Setup seit 7, 8, 9, 10 Jahren inzwischen. Seit 10 Jahren handle ich das. Ich weiß, wenn der erste Schlag daneben kommt, dann muss der zweite kommen. Wenn der zweite geht, dann kommt der dritte. Und wenn der dritte wieder daneben geht, dann kommt der vierte. Selbst wenn ich hier wieder Break-Even irgendwo rausgeflogen wäre, wenn ich hier zurückgeschossen wäre, hätte ich die gleiche Nummer wieder genommen. Das gleiche Setup wieder rein. Das ist mein Regelwerk. Und dieses Regelwerk wiederholt sich. Nur weil ich zwischendurch mein Geld oder mein Kapital einfach sichere. Deswegen muss ich doch jetzt nicht verzagen, jetzt einfach sagen, okay,
ich fliege über Break-Even raus. So spätestens dann, wenn ich dann verzage und sage, die Scheiße taucht nichts, weil ich bin jetzt viermal Break-Even ausgeflogen, ich gebe euch Brief und Siegel. Spätestens, wenn ihr Flint ins Korn schmeißt, der nächste dreht, der läuft 150 Punkte und ihr werdet sehen, dass der dann ohne euch läuft. Dann könnte er nämlich auf solche Tage hier, und das ist, wie gesagt, das Ergebnis vom 20. bis zum 26.9. Gut, hier ist noch eine Geschichte Dow Pro, die gucken wir uns dann mal doch mal an, also ob wir da was kriegen. Mhm. Das sind alles Positionen, ihr seht, alles kleine Positionen. 02, 02, 02, 02, immer pyramidisiert. Man sieht es an den Uhrzeiten auch immer wieder pyramidisiert, aufgebaut, aufgebaut, aufgebaut und irgendwann am Ziel die Reißleine gezogen. Sicher haben wir auch da vorher ab und zu mal auf die Fresse gekriegt. Gar keine Frage. Aber mein Setup war für mich klar. Mein Weg war klar. Und der Weg ist das Ziel. So. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und das ist einfach das immer wieder rein. Und nur dann kriegt der Urvertrauen zu eurem Handelsstil. Nicht zu mir. Was ich mache, das ist mein Konto, das ist meine Kohle. Ihr müsst einfach für euch selber ein Urvertrauen aufbauen. Das Urvertrauen findet ihr nicht, wenn ihr heute den Dow handelt, morgen den DAX, übermorgen Yen und übermorgen Pfund und dann wieder zurück und immer mal eine Runde dreht, sondern Urvertrauen kriegt ihr dann, wenn ihr mit einem Regelwerk die ganze Geschichte einen Angriff nehmt. Traden kann man dann, wenn es langweilig ist. Ja, schön gesagt. Grundsätzlich aber, Thorsten, du hast ja dein Setup. Man kann es ja auch auf verschiedene Märkte anwenden. Deswegen gut, dass du gerade noch gesagt hast, Dow Pro. Du hattest ja früher auch DAX-Trading. Hast ja jetzt selber gesagt, die Range ist nichts für dich. Da nimmst du dich ein bisschen zurück. Das ist dir zu viel Ping-Pong. Ist jetzt nicht derzeit dein Markt. Das ist ja auch völlig verständlich, aber man kann natürlich auch, sage ich mal, seine Underlyings finden, aber man sollte sich eigentlich nicht verlieben, obgleich Euro-US-Dollar natürlich das liquideste Währungspaar ist. Hier gab es aber auch Phasen, und das war, meine ich, auch im Juni der Fall, wo Euro-US-Dollar eine sehr, sehr kleine Range an den Tag legt. Ja, also jetzt mittlerweile gehen wir ja hier schon wieder so auf 80, 90, 100 Pips am Tag. Es gab aber Zeiten, da hat sich das Teil auch nur 40 Pips bewegt und trotzdem konntest du ja dann im Juni da auch was rausschneiden, das war schon beachtlich, aber man braucht als Trainer natürlich auch Wolle. Ja, also Bewegung. Deswegen auch der Tipp aus meiner Seite, das Devisenuniversum oder auch der Markt ist groß. Ja, nehmt euch das an vom Thorsten, was euch taugt. Jede Personality ist da anders. Deswegen kommt auch nicht jeder mit deiner Art da klar, mit dem Ton. Man liebt dich, ja, oder man hat irgendwas, aber da bist du auch offen und ehrlich und sagst, entweder magst du mich oder nicht. Und das ist auch ehrlich so. Und deine Systematik, die gibst du ja sozusagen vor an die Hand. Und was jeder daraus macht, das ist natürlich dann immer, sage ich mal, auch das eigene Können. Aber wichtig auch, finde ich interessant, dass du es angesprochen hast, du lässt die Leute ja auch nicht allein an der Stelle. Ja? Es gibt viele Sachen, wo verkauft werden und dann sieh zu, wie du damit zurechtkommst. Und dann ist genau das der Fall, dass es dann meistens nach einigen Wochen in der Ecke liegt und das System an sich vielleicht ganz zweckmäßig gewesen wäre oder auch ist, wenn man sich kontinuierlich damit auseinandergesetzt hätte und jemanden auch, den man fortwährend fragen kann. Ja, und das ist natürlich schon ein Rundum-Service, wo geboten wird, wo es ganz interessant wird, wenn man da eben, sage ich mal, dran bleibt. Und das ist genau das, wo du auch gesagt hast gerade. Wichtig ist da eine gewisse Kontinuität, Hartnäckigkeit, ein Vertrauen ins System. Und das kann man gar nicht oft genug sagen, weil viele eben, das war auch das, was Dirk heute Morgen sagte, probieren irgendwas aus, 5, 6 Mal geht schief, dann werfen sie es zur Seite und verpassen dann genau Nummer 7 oder 8, wo es dann eben mal den richtigen Flop nach oben ging, den richtigen Drive, das richtige Abfeuern in die richtige Richtung und dann schaut man nur hinterher und ärgert sich wieder. Und das passiert leider viel zu vielen Marktteilnehmern, ja, weil sie da in einer gewissen Hektik agieren und immer das schnelle Geld suchen. Das ist gefährlich. Ich fand auch deinen Ansatz trotzdem. Ja, bitte? Da möchte ich mal ganz kurz noch einhaken. Das ist vollkommen richtig. Ja, wir verkaufen das. Ja, unser Service muss bezahlt werden. Alleine die Software, alleine die Webinar-Software, die ihr gerade nutzt, die ihr alle nutzt, kostet mich ein Tausender im Monat. Das sind einfach Kosten, die auflaufen. Und ja, ich verdiene damit auch ein bisschen Geld. Wir ziehen zwar den Großteil immer noch aus dem Markt, aber ja, wir verdienen hier damit Geld. Aber ich verwette meinen Arsch da drauf. Und ich bin sau stolz, weil ich habe vorhin gerade gesehen, dass die kleine Sonja hat hier vorhin geschrieben, Italien, eine schöne Ecke und da, wo du jetzt bist, gibt's super Olivenöl zu kaufen. Stimmt. Nur dadurch habe ich gesehen, dass unsere kleine Sonja hier ist. Nur mal so, die kleine Sonja, wenn ich das so sagen darf, erstmal herzlich willkommen und schön, dass du immer noch und wieder dabei bist. Die kleine Sonja war eine meiner ersten Seminarteilnehmerinnen im Oktober 2009. Das heißt, so lange ist sie schon bei uns und das ist nicht die Einzige. Ich weiß, hier ist noch einer dabei, der war hatte sich zu dem Seminar angemeldet, ist aber nachher nicht gekommen. Ich weiß nicht, ob der sich noch daran erinnert.
Der ist auch hier. Oder weiß ich aber jetzt noch da ist, auf jeden Fall hat er sich registriert für das Webinar. Das heißt, na, ihr werdet bei uns wirklich nicht allein gelassen. Wir nehmen euch an die Hand, so wie Christoph gerade gesagt hat, je nach Geschlecht auch an beide Hände. Und wir begleiten sehr gerne. Ich sage mal so schön, bei uns kriegt ihr das Papier den Hintern abwischen, müsst ihr euch schon allein aufs Knöpfchen drücken, müsst ihr dann auch alleine. Aber wir lassen euch wirklich nicht alleine, wenn wir irgendwo eine Chance sehen, euch zu helfen. Aber ihr müsst fragen, ihr müsst auf uns zukommen, ihr müsst fragen. Das heißt immer schön, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur Dumme, die nicht fragen. Okay? Das hast du und jetzt haben wir, gut gesagt. Ja, und jetzt haben wir 11 Uhr und jetzt nach oben. Verkrüme ich mich auch. Ja, ja. Ich glaube, ich besorge den Thorsten mal den Fernsehsender. Das ist echt unglaublich. Was sagst du? Was sagst du, Dirk? Ich habe gesagt, ich glaube, ich muss dem Thorsten mal eine Fernsehsendung besorgen. Das ist einfach nur unglaublich. Also es ist ja hier, das ist ja Comedy pur. Aber es ist schön. Also das ist absolut positiv gemeint. Nur ich bin die ganze Zeit still und grinse nur die ganze Zeit hier in mich rein. Also ja, mehr wollte ich gar nicht sagen. Sehr ja, konstruktiver Beitrag. Das, ja, der Thorsten hat ja eine sehr lebhafte Art. Das haben wir ja in Göttingen auch gesehen. Da musste man tatsächlich überlegen, ob er da nicht nochmal was anderes in der Art aufzieht. Wie gesagt, 1111, das ist eine Riesenhausnummer, kann er sich zurecht die Nadel anstecken. Und natürlich, die Leute folgen ihm auch natürlich, weil sie den Typen mal mögen. Ne? Also es gibt andere, die haben eine andere Meinung. Und das ist immer das Individuelle. Nee, Thorsten kann man nicht mögen. Das ist unmöglich. Also das geht gar nicht. Thorsten muss man mögen. Das ist echt ein Problem. Ja, wie gesagt, ich spreche da ein Stück weit neutral, aber klar, mit Thorsten ist es ein Funskerl. Ja, auch wenn er, sag ich mal, am Tisch noch sitzen geblieben ist, als wir da neulich in Göttingen mal einen Umtrunk gemacht haben, werden wir mal sehen, wie wir das nächste Mal auswerten, ob er die Standhaftigkeit beweisen kann. Weiterhin, ne, Thorsten, das Angebot gilt. Ansonsten heute Nachmittag nochmal für alle 14:15 selber Link, geht es natürlich weiter. Und jetzt noch auf jeden Fall ein Stück weit Fragen reinhauen. Dirk ist ja, wie gesagt, als User vom Steo-Trader und Entwickler-Trader auch noch zugegen. Da hatten wir auch schon zwei Live-Events mit dem Dirk an dieser Stelle. Steo-Trader, wie gesagt, ja auch bei uns buchbar. Allerdings natürlich dann ein Stück weit Einzelkämpfer. Das muss man wissen. Man muss sich das autodidaktisch beibringen oder mit dem Tool dann kennenlernen, die Videos von Dirk anschauen. Das ist natürlich etwas, was man hier in so einem Service, in so einer Dienstleistung, die eben Forex Pro dann macht, eben als Paket mitbekommt. Ja, also ich meine, der Steo-Trader ist zwar auch kostenpflichtig, aber man bekommt halt auch einen Umgang und eben einen auf den Thorsten seine Systematik justierten Steo-Trader, eben mit den Hintergrundlinien, eben mit den Trendfarben, eben mit den Systematiken. Und das ist ein Werkzeug, das hat Thorsten sich aufgebaut in den letzten 10 Jahren. Und das ist definitiv etwas, wo man erstmal hinkommen muss. Und das braucht natürlich Zeit. Ansonsten Steo-Trader selbst, der Dirk beweist es, ohne, sag ich mal, die Tools, die jetzt beim Thorsten zu sehen sind, hat Dirk da auch seine Entwicklungsweise oder Vorgehensweise sozusagen von seinem Hirn ja in seine Software umgemünzt, auf seine, sage ich mal, MetaTrader-Upgrade-Software im Sinne des Steo-Traders und handelt damit natürlich ähnlich stark. Und das Limit-Pullback-Order ist eine ganz tolle Geschichte, wo es sozusagen nichts Vergleichbares gibt, ähnlich natürlich dann auch der Geschichte mit dem historischen Trading. Das hat es ja vorhin angesprochen, Dirk. Riesenthema, super wichtig, dass man da genau sagt, das historische Trading ist immens interessant, wenn man eben trainieren will. Und das Trainieren ist ganz wichtig, Leute, nehmt euch das zu Herzen. Ja, Picasso oder wie sie alle heißen, die haben viel, viel gemalt. Ein Sportler trainiert viel, viel. Das ist nicht so, dass der aufwacht und dann irgendwelche Fähigkeiten hat, sondern die muss man sich auch aneignen. Und gerade das an den Märkten, das ist ein Kampf, ja. Man fightet hier täglich gegen Millionen Trader. Und da eben auch Tim Thaler fragt hier, was hier gerade los ist. Der Markt schläft ein. Jeder Tag hat auch unterschiedliche Marktphasen. Ja. Sei es newsbedingt, sei es von irgendwelchen Reden. Ja klar, die Engländer sind mit am Tisch. Die European Session läuft. Aber es gibt auch Mittagspausen, Mittagszeiten. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass der Markt so ab 11:30 bis 13:30 in die Lethargie geht. Dann fängt das vorbörsliche Geschäft in den USA 14 Uhr an, dann kommt 14:30 die News. Und dann man hat so Perioden und Handelszeiten, die man eben nutzen muss und kann, wenn Bewegung ist. Und das ist auch interessant beim Thorsten. Deine Get-Up-Zeit, also wenn du startest, ist das 7 Uhr, oder? Oder ist es schon 6:30 Uhr? Ja. 7 Uhr ist das. Also Churchill hat mal gesagt, erfolgreiche Menschen stehen vor 6 Uhr auf. Und mein Wecker klingelt 5:55 Uhr. Oh, das hast du dir. Sauber. Churchill hat auf zwischen halb 7 und 7. Was nochmal, was, Dirk? Das muss ich nochmal hören. Was hat Churchill gesagt? Churchill hat auch eine ganze Menge Scheiß erzählt. Thorsten nimmt sich das raus. Ja, okay.
Also ich fange morgens wirklich halb sieben ungefähr bin ich im Büro, da nervt noch keiner, nicht mal die Frau. Da gibt mir noch keiner auf den Keks, da bin ich wach, da bin ich ausgeschlafen, da habe ich Zeit, meine Analysen zu machen mit allem drum und dran, um dann auch meine Setups dementsprechend zu handeln. Und es ist in der Regel so, wenn andere in den Markt kommen, die sagen, okay, jetzt fangen wir mal um 9 an, jetzt fangen wir mal zu handeln, habe ich in der Regel meine Schäfchen im Trocknen. Also nehmen wir nur mal dieses Setup hier von vorhin, ja, von heute früh, das erste Setup hier habe ich hier unten gestartet. Wenn wir mal davon ausgehen, Tagesziel 20 Punkte. Wie gesagt, ich handle das ja jetzt zu diesem Zeitpunkt. Im Moment, da ich die Monatsperformance drin habe, kann ich da ein bisschen anders mit der Geschichte umgehen. Wenn ich die auch nicht drin habe. Ich habe heute Morgen hier gestartet bei 28. Tagesziel 12 bis 15 Punkte. 28 sind wir bei der 40. Da ist mein Tagesziel drin. 15 Punkte bis dahin. Das heißt, um 8.27 Uhr, also Serverzeit 7.27 Uhr, meine Performance, mein Tagesziel wäre heute Morgen um 8:30 drinne. Dann, wenn andere aufstehen und sagen, um 9 fängt die Börse an, dann fange ich an zu arbeiten. Wisst ihr was, da gehe ich angeln oder popel schon mal in der Nase. Hab mir schon die ersten zwei Zeigefinger wund gepopelt um diese Zeit, wenn ihr anfangt. Aber ich wollte, du warst schon wieder so herrlich im Redefluss, verdammt, jetzt habe ich dich gestoppt mit dem Wund gepopelt. Tut mir leid, dass ich da reingekriegt habe, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass eben Leute eben meinen, der DAX eröffnet eben mit der DAX Future 8 Uhr, Kasse macht dann um 9 auf. Das wären dann die Zeiten, aber du versuchst tatsächlich schon vor der Hektik des European Openings sozusagen dann am Markt schon zu fischen und dann eben dann schon was rauszuholen ohne die Hektik dessen. Das ist eine interessante Vorgehensweise, muss man wirklich sagen, weil tatsächlich viele fangen erst dann später an. Eben auch aufgrund der gemachten Erfahrung wahrscheinlich, weil es manchmal vorzeitig eben ein bisschen schnippig wird, ein bisschen unruhig. Aber du aus deiner Erfahrung heraus sagst wirklich so von 7 bis 9, das ist dein Markt. Jo. Ja. Also ich will jetzt nochmal auf eins ganz schnell eingehen, das, was wir jetzt in dem ganzen Gelaber hier verpasst haben. Wir sagen, wir brauchen übergeordnet einen Trend. Den haben wir hier, okay? Sind wir uns einig, oder? Klar. Wir haben einen Aufwärtstrend hier, oder? Bewegung, Korrektur, das Tief ist nicht unter diesem Tief, also ist der Aufwärtstrend noch gültig. So, das heißt, dass wir bewegen uns immer noch in der Korrektur. Im 1-Minuten-Chart soll das Ding eine Trenddefinition ausbilden. Bewegung, Korrektur. Wir sehen, wie es hier immer flacher wird, immer schwacher. Und Ralf, der hört mir zu, du nimmst bitte mal dieses Bild, dieses Screenshot hier als Musterbeispiel. Das letzte Hoch der Abwärtsbewegung soll gebrochen sein. Da haben wir ein neues Tief, da haben wir dieses Hoch. Und wenn man ganz feinfühlig denkt, zack, mit dieser Kerze hier das letzte Hoch der Abwärtsbewegung kaputt und wir haben hier schon wieder die Aufwärtstrenddefinition, Rücklauf, hier diese Umkehrkerze genau in unsere Wolke, hier wird der Hintergrund blau, da drüber einstoppen lassen. Wenn die Parameter stimmen, da drüber einstoppen lassen, 63, 12 Punkte dazu wären 75, die haben wir jetzt nicht geschafft, aber 10 Punkte hätte er hier schon wieder gemacht. Wir sind auf jeden Fall hier schon wieder Break-Even. Wenn wir 12 Punkte vorne sind, sogar 2-3 Punkte schon wieder im Gewinn abgesichert. Die Nummer könnte man schon wieder laufen lassen, ohne, und wären schon wieder volle Granate aus dem Risiko. Schöne Beschreibung, Thorsten. Also ganz gut, ganz gut. Also gutes Beispiel jetzt. Wir haben es verpasst, weil wir wieder philosophiert haben oder geredet haben an der Stelle. Wir haben auch unsere Punkte im Sack. Ich wollte das jetzt nur mal zeigen, das ist nicht nur, dass der Scheiß nur morgens um 7 funktioniert oder um 8, bloß weil ich da sitze oder weil wir da sitzen. Nein, die Setups kommen den ganzen Tag immer wieder. Und wir müssen das Regelwerk einfach einbläuen. Das ist wie beim Autofahren das Schalten. Das muss einfach in Fleisch und Blut übergehen. Volle Granate. Und dann kann man an so einem Regelwerk nicht mehr viel verkehrt machen. Das geht nicht. Wer dann noch Verluste macht, der sollte, was weiß ich, lieber Grashalme plattlegen und eine Ausstellung auf dem nächsten Flohmarkt machen oder sowas. Der ist dann an der Börse vielleicht verkehrt. Aber wenn man so ein Regelwerk in Fleisch und Blut übergehen lässt. Ich weiß, Dirk hat andere Regelwerke und der meistert die im DAX hervorragend. Aber er hat auch sein Regelwerk. Dirk handelt kaum Euro pro, ist nicht sein Ding. Er hat eine andere Baustelle. Ich handle dafür seine DAX-Dinger nicht. Ist nicht meine Baustelle. Gut, dass du es sagst. Aber wir liefern hier, ich jedenfalls, kann nur das, oder ich gebe auch nur das raus, was ich kann. Und Europro kann ich. DAX, so wie Dirk, das kann ich nicht. Und was ich nicht kann, da halte ich einfach die Fresse. So einen Scheiß erzähle ich nicht. Das hier kann ich,
Damit weiß ich, damit zeige ich seit 10 Jahren, dass man damit Erfolg hat. Damit kann ich zeigen und zeige seit 10 Jahren über 1000, also 1111 Webinaren zeigen wir inzwischen, dass wir damit Geld verdienen, dass wir auch mal Geld verlieren, aber im großen, im überwiegenden Teil unser Geld verdienen. Und das ist ein Werkzeug, was wir euch mit in die Hand geben wollen, mit dem wir euch auch begleiten können. Mit allem anderen. Kommt mir jetzt bitte nicht, ja, der Bobbel, der korreliert ja gerade mit einem Pfund Yen. Ja, dann lass die Scheiße da draußen doch irgendwie bobbeln und lass sie mit einem Pfund Yen korrelieren. Geht mir einen halben Meter am Arsch vorbei. Ich suche meine Trades nach Europro. Das ist und damit gut. Würden wir euch auch gerne begleiten. Das, Thorsten, sehr, sehr gut. Das ist aber genau das, was du sagst. Dirk hat im DAX seine Vorgehensweise, womit du eben nicht zurechtkommst. Und das ist genau das, wo jeder nochmal einen Aufruf an alle Webinar-Teilnehmer, die jetzt hier auch als Newbies unterwegs sind, ja, dass man sich da wirklich immer mal, man muss sich das anschauen, was einem taugt. Und im Minutenchart zu handeln, Thorsten, muss man ja auch sagen, liegt auch nicht jedem. Ne? Für manche sind da schlichtweg überfordert. Auch wenn, sag ich mal, das System ja vorliegt, aber man muss auch schnelle Entscheidungen treffen und dann eben dafür gerade stehen, sag ich mal, die Brust und die Schultern. Ich meine, du bist jetzt ein 2-Meter-2-Mann, Thorsten, das ist ganz klar. Du hast da ein entsprechendes Bollwerk, ja, das du da entgegenstemmst. Da musst du aber im Prinzip auch die Kraft haben zu sagen, okay, ich gehe jetzt den Trade ein und nicht 5 Minuten rumüberlegen, mache ich das jetzt, mache ich das nicht. Also da brauchst du auch Rückgrat und Stärke. Ne? Das ist aber eben was, das liegt nicht allen, genauso wie eben manche System, sage ich mal, den heiligen Gral suchen, um Gottes Willen, ja, dass Thorsten hier heute wieder abgeholt hat, wunderbar, ja, aber da muss man an den Newbies auch sagen, es gibt auch Tage, wo eben ein Stop kassiert wird, aber wichtig ist, was ist am Wochenschnitt, du hast eben auch ein Wochenziel, Thorsten, gut, dass du es angesprochen hast, du hast einen Plan, was willst du verdienen, wo willst du hin, was ist dein Ziel, hast du es im Sack, bist du ein bisschen restriktiver. Und das sind ganz wichtige Punkte. Man nennt das auch Tradingplan, ja. Also blöder Spruch jetzt, sagt man so. Aber es ist, der ist nicht weit hergeholt. Plane deinen Trade und trade deinen Plan. Das ist so lapidar, wie es sich anhört, ist das die Wahrheit. Du musst ja einen Plan haben, was du machst. Und da, liebe Leute, ich aus Brokersicht, wie gesagt, ich selber bin ja aktiv an den Märkten, lasse mich da auch gern von Algorithmen unterstützen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, die meisten haben keinen Plan. Ich hatte zu meinen Anfängen auch keinen Plan. Thorsten hat auch erstmal rumgestochert und 250.000 versenkt. Das sind Erfahrungswerte, wo man einfach sagen kann, man muss hier seinen Weg finden. Und wenn man ein System hat, und das ist auch das, was Dirk eben auch mit dem historischen Trading immer beweist, wenn man dann eine gewisse Erwartungshaltung hat, Kennzahlen, mit denen man arbeiten kann und eben Vertrauen ins System, dann kann es auch was werden. Und das ist, wie gesagt, ein Hobby, was meistens als Hobby anfängt, Börse. Und wenn man damit es tatsächlich schafft, dann ein Stück weit nicht nur ein kostenspieliges Hobby zu haben, sondern auch ein Hobby, was einem Geld bringt, gegebenenfalls sogar in einen finanziellen Vorteil bringt, dann hat man es echt geschafft. Aber es ist eben so, dass da meistens zu kurz gedacht wird. Ja. Und deswegen nehmt euch die Zeit, nehmt euch die Ausbildung, nehmt das, was Thorsten anbietet, schaut bei uns auf dem YouTube-Channel, schaut bei unseren Live-Events bei JFD direkt rein, denn wir, wie gesagt, können nur erfolgreich sein, wenn ihr es seid, und das ist uns ein großes Anliegen, dass die Kunden da eben auch ihre Skills gefertigt kriegen. Da jemanden in ein Live-Konto zu ziehen und zu sagen, komm, zahl mal hier schnell 500 bis 1000 Euro ein und spiel mal ein bisschen rum, das kann es nicht sein, das ist nicht unser Ziel, vielmehr da eben den stetigen Weg, und das braucht auch Zeit, das müsst ihr euch ganz klar vor Augen führen, und das ist eben was Thorsten es sieht immer so leicht aus, was du hier abspulst, aber du hast eben auch 10 Jahre plus Erfahrung. Und das neben dem System-Tool, was Dirk jetzt hier eben auch geschnitzt hat, was du hier früher ja in einer anderen Plattform hattest, jetzt eben für den MetaTrader adaptiert. Das ist etwas, der MetaTrader 5 ist ja auch bei uns gelauncht worden. Wir handeln hier gerade mit den 4er. Da hat auch der Stereo-Trader seinen Anteil hin, dass es in die Richtung gehen soll zukünftig. Auch für den 5er wird es den Stereo-Trader geben. Richtig, Dirk? Genau, wir fangen diese Woche an mit Pre-Release beziehungsweise Beta-Test. Guckt euch das an. Also das heißt, da geht der Dirk auch voll mit der Zeit, und das Tool ist dann adaptierbar auf den MetaTrader 5. MetaTrader 4, wie gesagt, ganz kurz, das ist eine Software, die gibt es eben schon seit 17 Jahren, ja, seit den 2000ern in Russland geboren. MetaQuartz führt das Ganze. Millionen User am Start, aber der 5er ist auch schon seit einigen Jahren da, und irgendwann wird der 4er mal, sage ich mal, keine Updates mehr erfahren und dergleichen. Das ist, wie gesagt, ein Prozess, der läuft schon seit Jahren mit dem 4er und 5er parallel. Es wird nicht morgen passieren und auch nicht in den nächsten Monaten, dass der 4er keine Updates mehr kriegt. Das läuft noch eine Zeit, aber irgendwann wird wahrscheinlich der 5er, der MetaTrader 5, dann so ein bisschen das Bollwerk sein. Und da werden wir mal sehen, wie der Thorsten dann hier genau das Gleiche aber umsetzt, weil er eben seine Systematik hat, weil er sein Template hat, also sozusagen das Frontend-Stereo-Trader, mit dem man arbeiten kann. Und da kann ich nur sagen, eine ganz runde Geschichte. Auch heute wieder das Webinar gewesen. Ich will an dieser Stelle, ich meine, Dirk, wenn du noch was zum Besten geben willst, bitte. Ansonsten, Thorsten hat sich ja schon mehrfach versucht, hier rauszurotschern, schon für circa 30 Minuten. Wir haben ihn nicht gehen lassen. Wir haben ihn nicht gehen lassen.
Ja, muss man schon mal an der Leine halten, den Thorsten. Das ist ja mal, ne, das ist ja wie ein wilder Fisch, den man hier versucht zu fangen, ne? Das ist immer nicht so einfach. Aber auf jeden Fall toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Dirk, dass du heute unser Gast warst. Wie gesagt, ich kann nur sagen, Dirk war auch schon beim Live-Event wie heute auch dabei, wo gleich natürlich 1111. Webinar ist ein Knaller. Ja, ist echt ein Knaller. Ich glaub, haben wir nicht nächste Woche nochmal Live-Trading-Webinar sowieso? Workshop in englischer Natur, das hängt mit der Toolbox zusammen, soweit ich das weiß. Das ist wieder so ein separates Case. Richtig, Dirk, hast du gut erkannt. Ist aber dann in dem Fall sozusagen dann, ich meine, es ist der englischsprachige Bereich, den wir da abdecken. Müsste ich jetzt also mal anschauen. Ich habe gedacht, wir hätten nochmal, wir haben, ob wir nochmal irgendwie ein Live-Trading halt hätten, aber kann sein, dass ich im Kalender da gerade irgendwie ein bisschen Überblick verloren habe. Da sind so viele drin, aber wir haben sicherlich ja nochmal eins demnächst. Das machen wir sowieso. Also, liebe Leute, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Mit dem Dirk machen wir auch nochmal was exklusiv. Aber Thorsten, wie gesagt, es war mir heute wieder eine Ehre an dich. Vielen Dank, dass du uns teilhaben hast lassen an deinem 1111. Webinar. Echt ein Brett. Ich denke, ich spreche für alle Teilnehmer. Toll gemacht. Wie gesagt, heute wieder eine Glanzvorstellung. Und dann würde ich dich so langsam in die Mittagspause entlasten, denn am Nachmittag stehen ja nochmal 2, 2,5, 3 Stunden an. Wir wissen es nicht, wie lange es geht. Wir wollen es aber auch nicht übertreiben. Ich denke, der ein oder andere hat Hunger. Thorsten hat schon keine Spucke mehr im Mund wahrscheinlich. Das kühle Blonde ruft schon. Nee. Oder der Rote, der italienische Rote. Ne? Ja. Und deswegen würde ich jetzt an dieser Stelle so langsam den Gang runterfahren. Die Webinar-Teilnehmer machen auch schon vielen Dank in den Chat an der Stelle. Auch Hunger ist da. Insofern, wie gesagt, Dirk und Thorsten, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und am Nachmittag dabei seid. Dirk, bist du am Nachmittag auch dabei? Frage? Was wäre ich? Ja. Ach so. Ich weiß, ich werde mal kurz reinschneiden auf jeden Fall heute Nachmittag. Okay. Ich habe momentan noch so ein paar weltliche Dinge auch auf der Uhr, aber werde mal vorbei. Bitte was? Mach das. Ich will mich rächen für deine ganzen Frechheiten. Ach, ich habe nicht mal angefangen. Ich wollte gerade sagen, nicht mal warm geworden. Hier war ja nur einer frech. Also der Torsti, du hast heute Morgen schon wieder ein bisschen gefeuert. Ne? Also ich habe das, aber ich weiß, die Pille zu schlucken, die du mir jedes Mal zuwirfst, das macht sie auch sympathisch, soll ja auch ein bisschen lebhaft sein. Ich denke, den Leuten hat es auch gefallen. Und deswegen tolles Webinar, Dennis, genauso hast du es komplimentiert an diesem Ende. Ich werde dann auch die Aufzeichnung stoppen, wie gesagt, bei uns hochladen. Torsten wird es hochladen, zur Verfügung stellen. Freue mich auf die Nachmittagssession und sag jetzt im Sinne aller Dankeschön fürs Dabeisein und wir freuen uns auf den nächsten Akt am Nachmittag und in dem Sinne eine gute Zeit und lasst es euch schmecken. Ciao dabei. Jo. Danke. Tschüss. Danke gleichfalls. Tschüss, bis am Nachmittag. Danke für die Einladung. Ciao. Ja, gerne. Bis nachher. Ciao. 14:15 ist Nachmittag. Und genau. Genau. Alles klar. Du Fuchs. Jo, okay. Ciao dabei.